Was zur Hölle? Was zur Hölle ist hier los? Ich bin zurück aus der Winterpause mit einem Mann, der lange, lange fort war. Kreis. Hallo? Du warst so lange fort. Seid ihr noch da? Dein Atem riecht ein bisschen anders irgendwie, keine Ahnung. Naja gut, ich habe auch auf vielen Dingen gelutscht. Ja, es riecht irgendwie fauliger und tödlicher. Oh, du weißt ja, glaubst ja gar nicht, wen ich alles getroffen habe. Ich habe Leute gesehen, Stars, ne? Echte Stars, ne? Die über ihre Steuern geflucht haben. Echte Stars. War eine richtige Mischpoke. Ah, so, wir sind wieder da. Schlamassel. Ich bin gerade aus dem Urlaub gekommen. Ja, er war vor 10 Minuten war er noch im Auto. Im Endeffekt schon. Dann hat er irgendwie seine Lippen an die Heizung gepresst, dreimal dran gesogen und dann hat er gesagt, so, da war voll viel Luft drin in der Heizung. Luft und andere gefährliche Milzbranderreger. Also nicht wundern, wenn er morgen wieder todkrank ist. Ja, das. Ich bin jetzt eigentlich nach einer Woche Kälte in diesem Haus, müssten eigentlich alle wie ein Tod sein. So. Ey, mein Stuhl, ich habe einen neuen Stuhl. Haben wir also noch Zuschauer? Ich weiß nicht. Normalerweise, wenn man ja so 2 Wochen nicht streamt, dann ist ja der Kanal tot und es kommt nie wieder irgendwie was zustande. Ich weiß nicht, ob wir halt heute mit 4K, ob man runtergehen kann, ob wir das ausgehandelt kriegen. Was? Nein. Die Regel sind 4000 Likes, sonst nie wieder ja, streamen. Ja, aber vielleicht kann man da ja reden. Bist du wahnsinnig mit YouTube reden? Ja. Hast du nicht mitbekommen, dass YouTube YouTuber tötet? Hast du nicht die Nachrichten gelesen überall? Ja. Mein Kanal stirbt. YouTube ja, stimmt. Bringt mich jetzt, um. Wo du sagst. Selbst Leute PewDiePie macht nur noch 400 Millionen statt 300. Und oh nein, dann kann er sich seine Super-Duper-Yacht ja gar nicht leisten. Nein, er musste auf die Super-Yacht. Ja, er musste eine Super-Yacht. Oh nein, was sollen denn seine YouTuber-Kollegen also sagen? Es ist traurig. Es ist echt traurig. Oh nein, was sollen die Leute sagen? Er musste also sein Privatjet abgeben. Was nicht schön mal, war. Frauen sind auch noch da. Michelle ist da noch. Die ist sogar noch VIP. Ich bin immer noch zu haben. Immer noch. Immer noch? Also man kann mich immer noch haben, ich will irgendwie niemand. Aber was war mit dieser Nacht, als die Heizung ausgefallen ist und du vorbeigeschaut hast an mich? Ja, aber Männerliebe, weiß nicht, schmutzige Männerliebe, das zählt ja nicht. Warum kommst du eigentlich nicht mal in meine Lobby rein, damit wir loslegen können? Lobby? Hast du mich reingeladen in die Lobby? Ich hab dich schon ewig reingeladen. Du kannst auch ganz normal über Steam beitreten, du musst ja nicht mal reingeladen werden. Nee. So, was ist denn? Ja, hier sind schon. Mr. Bang-Ahnung ist ja auch dabei. Stimmt ja, es gibt ja Spenden. Wie, es gibt Spenden? Wurde gespendet? Silas, 373, na, kennt er mich noch? Nee, ich wusste nicht mal, dass wir Spenden haben. Stimmt, ja, total vergessen. Alter. Hab ich schon total vergessen, dass es Spenden gibt. Hä, wieso ist denn bei mir noch keine Spende aufgetaucht? Was soll denn das? Na, weil das dauert doch, immer da. 20 Jahre bei dir. Jo, Silas. Ha, Silas, cool, dankeschön. Du hast den Hype, zurückgebracht ins Leben. Guck mal, wir haben ja gleich schon 1000 Likes. Das ist ja, ja easy. Vielleicht schaffen wir es. Vielleicht sind wir doch nicht. Ich meine, Greis hat schon hyperventiliert und hat gesagt, Karriere vorbei. Auch wenn einige schon schreien, warum du noch nicht angefangen hast. Ja, weil ich immer auf die Leute warte. Was ist denn los? Ist dein Spiel ausgegangen? Meinst du, es ist ausgegangen? Nee, meinst du, ist alles cool. Du bist auch hier noch in meiner Schlobby. Nee. Der Stream läuft auch noch. Du bist hier drin. Schau doch in den Stream rein. Ich bin raus aus der Lobby. Ein privates Game. Ich starte jetzt erstmal ein privates Game. Und ich change die Map auf was Cooles. Heute wird gecraftet. Ja, dann geh mal komplett raus. Ich bin gerade auf dem Weg zurück. Vergiss nicht, du wirst laut und leise, ne? Ich werd nicht mehr laut. Ich werd nur noch leise. Bei mir geht er nur noch zurück auf 75. Ja, dann wirst du eben leise. So, ja, Freekill ist drin. Gay-Ahnung ist drin. Aber du bist nicht drin. Das sind halt immer so die kleinen feinen Probleme, die man hier hat. Ja, ich weiß so auch nicht, was immer passiert. So, jetzt bist du leise. 100? Nee, jetzt bin jetzt ich bist laut. Du wieder normal, ja. Ja, ja, ja. Normal kann man nicht sagen, ne? Normal ist was anders. So. Du Schwein. Du musst jetzt hier alleine den Weg finden. Ja, hier, Moment, nee, noch nicht. Hier ist jemand gerade reingekommen. Den muss ich erst removen. Als ich im Urlaub war. Ein Film von Alcona. Nein! Du bist so fern, du bist so nah. Am weißen Strand, im warmen Sand. Da nahm ich deine Hand. Weißer Stern von Alcona. Und
Stimmt, den gibt's ja auch noch. Um es zuzugeben, ich war gar nicht im Urlaub, ich war in Therapie. Wegen Ricardo. Du kannst rein. Und Skinner hat gespendet. Skinner, Alter. Skinner! Chalmers. So, legen wir los. Free Kill, Kreis. Bist du jetzt auch wirklich drin oder immer noch nicht? Wir spielen hier, jetzt. Warte, hier passieren Sachen. Was passiert hier? Ich hab gestartet. Ich sehe in den Wald. Ja, dann schau tief rein. So, ich muss jetzt erstmal gucken. Hier sind neue sexy Mädels am Start. Neue Mädels? Hast du ausgetauscht oder was? Spicy Girl ist da. Kann ich sehen. Hier geht's ja direkt wieder ab. Da kam schon wieder ein kleiner Blowjob rein. Echt, jetzt? Das gibt's ja gar nicht. Guck mal, der Samenspender, Alter, ist auch da. Wer war's denn? Silas. Dafür ist das jetzt meine letzte Spende. Dann ist hier eine Jessica Sieb. Dass du mich nicht mehr kennst, Silas, danke. Na, Marie-Anne. Es sind ja nur Mädchen. Sari, kennst du Sari? Hast du schon mal was von der gehört? Sari, ist neu, mal, oder? John McLean ist wieder da. Alter, ein paar VIPs sind auch noch da. Es gibt noch ein paar verlorene VIPs. Ja, ich glaube, die haben jetzt die Weihnachtszeit genutzt, um nochmal ihre Profilbilder für dich aufzuwerten. Ja, guck mal, hier ist auch Diana94. Die hat ewig gewartet. Connection. Ewig gewartet auf deine Liebe. Guck mal, die Leute wissen immer noch, was auf Endor abgeht, ne? Auf Endor geht eine Menge, ne? Da geht eine absolute Menge. Was wurde aber auch so All-Time-Legends wie Carina zum Beispiel? Carina, ist sie noch da? Ich glaube, die ist weg. Nee, die ist weg. Oh, wie cool, was ist das denn hier? Oh, das sieht aber schon geil aus, ne? Oh, ist schon ein bisschen Menschen. Oh, ob die Lara hier ist? Die Lara, die werde ich jetzt beim Baden besuchen. Gibt's hier auch Geheimräume? Gab's bei Lara nicht? Ich geh die Lara einseifen. Hatte Lara nicht auch einen Butler? Die hatte doch einen Butler, ne? Aber so einen coolen. All-Freddigen, so ein. Konnte man coolen, den nicht irgendwie treten? Guck mal, wie hier so? Wieder. Guck mal, diese Boys hier, die klauen mir alles weg. Alter, hier, der Kamin ist an. Muss ich mich jetzt reinstellen und sagen Winkelgasse und dann holt er mich weg. Oh, hier kauft schon jemand Türen. Was? Wer ist das, Mami? Oh, ist die denn nie gewesen früher? So ein kleiner, Blow ne? Blowjobs so umsonst. Nee, die hatte ja, glaube ich, ihre Badewanne, wo sie immer neckisch sich gebadet ja, hat. Ja, ihre Blow-Badewanne. Ja, das war so eine Blow-Bad. Blow-Bath. Blow-Bath? Blowbath. Bei der 0815 Master hat 4 Euro donated. Hey Keith, wie geht's dir? Erstmal Dankeschön, dass du an Selko mal wieder ein bisschen Geld spendest. Der ist nämlich ziemlich traurig. Wasserstern! Oh nein! Das gibt's doch nein! Du bist so fern, du bist so nah. Am weißen Strand, im warmen Sand. Dann nahm ich deinen Schwanz. Weißer Stern. Von Chantula. Nishimura hat den Song extra nur für mich. Dankeschön, Schwuckele Bubele. Dankeschön. Danke. Für 4 Cent. 4 Cent schon der erste ja Down. Von. Oh, hier gibt's neue Sachen. Door. Unendlich Schuss. Wie das sind ja hier Ding, Advanced Warfare Geschichten. Warum belebt den denn niemand? Weil er irgendwie uncool ist. Keiner mag den. Na, ich finde den ganz okay. Hier, ich hab unendlich Schuss. Oh. Alter. Ah, der Geld, jetzt schreibt er hier solche Ausreden. Ja, Geldahnung, ey, der ist immer noch so windig und schmierig. Um keine Ausrede verlegen, nee, der also Kerl. Nee, ist echt ein peinlicher Mensch. Was für ein peinlicher Typ. Ich spiele mit einem Controller, also nicht wundern, wenn ich nicht spielen kann. Ja, sicher, wer soll dir das glauben? Kies und seine Kax? Kax? Was hast du für Kax? Was ich soll weiß das es nicht. Kann Kax? Jemand mal hier den Strom anmachen? Vor allem, warum hast du ich brauche eine Cola. Oh, ich habe hier die Küche gefunden, Alter. Ich glaube, es ist die in Küche, oder? Ich bin in der Kitchen. Es gab eine Küche. Es gab eine Küche. Es gab eine Küche, hey. Ich hab gesagt, es gab eine Küche, hey. Und du sagst, du gar nichts. Kannst du irgendwas holen hier? Es ist auch sofort sieg. Ja, freilich kann ich was holen. Ja, hol mal was. Wo ist denn? Guck mal hier die große Tür. Es geht bestimmt auch noch in den Amüsierbereich. Wo smokst den Hom? Die große der Tür? Der Amüsierbereich. Oder? Hallo! Hier, 1500 Amüsierbereich. Ich hab hier hinten 1500. Ja, ich hab auch eine Menge. Was denkst du, was ich schon alles hier gegrippt hab? Guck mal, was ich jetzt hier gripp. Oh, was ist das denn? Ach, das ist hier dieser Turnenraum gewesen, glaube ich, der damals. Der Turnenraum. Es gab schon wieder eine Spende. Gibt's doch nicht. Das gibt's so nicht. Der Turnraum.
Ich gehe jetzt unten hier mir flambierten Dodo bestellen. Kam eine Spende rein, kannst du die sehen? Noch nicht. Ich hol mir so einen flambierten Dodo. Doch da! Suntain oder Suntain! Schöne Grüße aus Österreich, hey! Hat der Hey auch noch geschrieben? Nein, das hab ich gesagt. Das ist aber bayerisch. 2 Euro, Dankeschön! Für Suntain. Ey, hier drüben ist eine Waffe angemalt, aber ich kann sie nicht kaufen. Ja, darum. Waffen sind nur was für Leute, die auch Geld haben, ne? Ich hab ja ein bisschen Geld. Ich hab hier schon wieder... Na, ich hab hier schon wieder was gekauft, weil ich ja Gunjor bin. Schweinegrippe-Jor bist. Du bist Blasrohr Mike. Blasrohr Mike. Tja. Dieser windige Typ. Der bläst immer so dieser schnell. Mike. Dieser Mike, er bläst immer das Blasrohr. Zack, reißt dir die Blase. Oh, die Zombies, ich hab sie eingefroren. Boah, dieser Stratege. Oh, wie strategisch und schön. Und wie bunt. Ja, habt ihr irgendwas Kaugummi oder so aktiviert? Ich glaube, oder? Hier alles ist zeitlupenmäßig am Start. Wirklich Zeitlupo. Alter, guck dir das an. Wir sind, guck mal, ja, na gut, 2200 Leute. Was? Was? Was ist passiert? Habt ihr noch Urlaub? Ferien bestimmt noch, ne? Oder? Ja, so, aber irgendwie, ey, meine Videos werden so schlecht geklickt wie seit 20 Jahren nicht mehr. Ich hab gedacht, alle sind ausgewandert. Boah, warum ruckelt das jetzt sowas? So? Nur weil ich Ferien gesagt habe? Okay, alles gut. Hör auf, hier, guck mal, er steht hier schon an der Kiste und macht einen auf Brust. Ja, ich hab gar nichts. Weißt du, ich bin wieder derjenige, der zurückgelassen wurde. Ja, du kannst auch zurückbleiben. Im Turmraum-Ghetto. Du kommst da alleine voll super klar. Da kam eine Klimperkatze rein. Lass mich auch mal hier ein bisschen drühen. Ich hab gar nicht genug Geld, oder ist das meine... Nee, ich hab ja... Alter, die berauschen sich hier mit irgendwelchen Super-Nazi-Waffen, ne? Und ich krieg gar nichts. Hier keine Klimperkatze. Hörst du die Musik? Oh, ja klar, ein Bär! Ach, toll. Da, Nishimura. 100 Euro Klimperkatze für Kreislauftherapie, fuck? Damit er wieder gesund wird? Da kam eine 100 Euro Klimperkatze. 100 Euro Klimperkatze? So, was? Wer hat den, wo ist der Sina hin? Seiko hat da irgendwas umgestellt, weil er unsere Sounds adaptieren wollte. Was? Ja, ja, seitdem geht da gar nichts mehr. Da kann man aber noch Spenden rein. 100 Euro! Aber die Nishimura gehen direkt leck mich im Arsch! Die gehen leider direkt auf Selfies. Viereck, Konto. 5 Euro von Viereck, 3, 2, 1 Eck und nichts gegen Mike. Alter Scheiße, aber wir müssen doch diesen 100er ehren, Junge! Wir müssen ihn zelebrieren, aber wir können nicht. Ich kann das hier nicht raustappen. Das ist unmöglich. Warte mal, vielleicht kann ich. Aber kann ich was regeln. 100, das sind die Spenden, die direkt auf Selko sein Konto gehen. Ja, ist ja okay, aber. Trotzdem ist Jayco. Guck, ich hab einen John Cena-Button auf dem Handy, vielleicht geht der. Der. Hä? Hier ist ja eine Waffe, die ich einfach so nehmen konnte. Ist das okay? Hast du einen John Cena-Button auf dem Handy? Ja, klar, hab ich einen John Cena-Button auf dem Handy. Ja, sowas muss man haben, ne? Für Notfälle, für familiäre Notfälle. Ja, stell dir vor, du kommst in den Raum, alle schauen dich an, keiner weiß, wer du bist. Ja, klar, so komme ich immer in Räume rein. Blowjobs umsonst. Tja, Flicke. Alter. Alter, guck dir das mal an. Ich habe einen Tumor an der Hand kleben. Die 100 waren aber für mich, für meine Therapie. Die darf Seiko gar nicht verhalten, ja, aber ne? Ich bekomme nie irgendwas von den Spenden. Da kam schon wieder irgendwas rein. Ja, aber das ist so ätzend, ne? Ohne Scheiß, das muss ja mal auch gesagt sein. Ich war über Weihnachten nur krank. Weihnachten, Geburtstag, Silvester, nur krank. Blowjobber hat 2 Euro. Putz mal wieder eine Runde. Das niedrige Volk muss mal wieder Seiko's die Zeit aufräumen. Ist aber jetzt vorbei, weil Kreis hat ja wieder gesagt, er kann nicht. Nee, hat sich krank gemeldet. Ich war total im Putzrausch. Musste alleine putzen. Das war keine schöne Angelegenheit. Klar, privat halt, ne? Ja, privat halt. Privat für mich. Deine alte Fleischbürste hast du geputzt vielleicht. Die musste ich putzen, weil ich hätte halt gern, habt ihr ja gesagt, ich hätte gerne so eine zutätowierte, geile Bitch. Weißt du, so eine American Stripperin als Freundin. Das ist so genau mein Typ. Also wenn du da draußen aussiehst wie eine geile 18-jährige amerikanische Stripperin, bitte melden. Bitte melde dich dringend bei dringend Christoph. Ein Mann mit großem Rohr. Ja, aber jetzt schreiben doch wieder alle. Ja, jetzt schreiben die ganzen 9-jährigen Boys. Ich, mit den richtigen Tabletten kann ich so werden, Kies. Oder Sari schreibt wieder. Sari. Wir wissen doch gar nicht, ob Sari echt ist. Du hast doch gesagt, sie wäre geproved mit Zeitungsfoto und so. Was? Foto der aktuellen Tageszeitung.
Nee. Neben was ist das für ein Sound? I'm going to make our country rich again. Wie was weiter? Din, 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 dun. I am your voice. Dun, 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 dun. Dun, 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 I alone dun. Can fix it. Wo geht's denn weiter? We will make America strong again. We will make America also proud again. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. Was ist denn Fitnesscenter? Ja, was ist das denn? Da fixt ja einer. Boah, hier, das römische Bad. Stimmt, Lara hatte doch so ein römisches Bad, ne? Hast du die Spende gesehen? Irgendwie ein Trump kam da eben gerade reingetrumpt. Ja, ein Trump? Weißt du, von wem? Nee, ich kann nicht gucken, weil von ich gerade im Rausch Bullet. Bin. Short Breaker. Kies, du bist Hammer. Kreis, du auch. Endlich hört man dich wieder. Kreis, du bist wesentlich cooler als Keystraw. Nein, das stand da nicht. Der hat auch zuerst gesagt, erstmal mein Liebling, das wäre dein Kies und dann halt noch dieser andere Typ. Ja, gar nicht. Der halt immer mitspielen darf. Mitspielen darf. Der mitspielen muss. Ich komm nach Hause. Ich so, oh, heute Abend eigentlich wäre chillen geil. Mein Haus ist eingefroren. Ich muss einen Kamin anwerfen. Da sagt er, oh, werf mal lieber einen Computer an. Sieh mal, der heizt auch. Seiko macht mir die Hölle heiß. Das stimmt wirklich. Der hat ganz schön mir die Hölle heiß gemacht. Hat gesagt, wo ist denn deine Nutte? Und ich so, was? Neujahr. Hat er gesagt, ich lasse Raketen für jeden Euro, lasse ich Raketen aus meinem Arsch, aus deinem Arschloch starten. Ich wurde an Neujahr nur geraped. Geraped? Klar. Sag mir mal bitte, wo der Schaus ist. Die Faust hinten vorne reingesteckt. Keine Ahnung, vielleicht hier drüben. Ich habe hier was gedrückt. Geld ausgeben für gar nichts. Da, Nishimura hat 50 Euro nochmal donated. Kein Problem, hier nochmal 50, damit du es auch wirklich schaffst. Danke, heftig, Mann. Wie kam die jetzt aber schon wieder rein? Über eine Katze oder wie? Nishimura schon wieder, ja, aber das sieht man so eine Katze. Das sind diese. Das ist der Strom. Ey, Nishimura, Alter, richtig geile Scheiße. Dankeschön, richtig krass. Ich weiß zwar nicht, wovon du mich runterbringen willst, aber... Von der weiße Stern. Ich bin high of life, Alter, ohne Scheiß. Nee, weißer Stern, ja, das ist so eine Designerdroge für die ganz Reichen. Die hauen sich richtig weiße Sterne rein. Da kommt schon wieder irgendeine Spende rein. Weil zwei Gil weißer Stern ist die perfekte Dosis. Der weiße Stern, so, das ist auch ein Synonym für sein Leben beenden mit einer Überdosis. Ja, das ist so wie der goldene Schuss. Ich gebe mir heute Assassin. Abend... 2 Euro. Hey Kies, mach dir einen tollen Abend. Danke, Pixel Assassin 32. Damit gehe ich zum Bäcker und kaufe mir eine weiße Maus. Dankeschön. Ey, aber geil. 2 Euro. Ja, aber weißt du, die Seiko... Ja, aber die Seiko-Steuer. Du vergisst immer die Seiko-Steuer. Ja, dann kriegst du halt eine Nuss. Aber vielleicht eine Ecke von der Nuss. Vielleicht darfst du einmal da an dieser Kante, wo sich so die Krümel reinfangen. Kennst du ja, ne? Beim Bäcker. Ach, das ist ein Dings. Guck mal, unten ist jetzt so eine Uhr in der Mitte und jetzt ist hier Zeitlupe angesagt. Ja, aber wie komme ich denn überhaupt in den Vorhof? In den Warzenvorhof der Lara. Warzenvorhof. Wir müssen den Warzenvorhof der Lara finden. Wo kennst ist denn Dr. Kennst du diesen, Ahnung? Kennst du diesen Krümelfang beim Bäcker? Diesen Krümelfang beim ja, Bäcker? Ja, die haben doch immer alles auf so, ja, sag ich ja, mal, so Metallblechen. Metalllagen, ne? ja. Und da ist doch dann vorne so ein Krümelfang, nenne ich es jetzt mal. Wo so halt alles drin landet. Und da darfst du einmal für nach Seiko-Steuer für die 2 Euro darfst du einmal durchlecken. Mit der Zungenspitze rein. Einmal mit der Zungenspitze rein und dann, ja. Wenn du Glück hast, hast du halt geiles Zeug. Geiles Zeug. Ich werde schon wieder belästigt hier. Achtung. Oh Gott. Also wir haben 2400 Zuschauer. Wenn einer von euch da draußen noch Lust hat, einmal zu liken. Ein einziges Mal. Einer nur. Reicht. Einer, wenn nur einer jetzt nochmal liked, das reicht völlig. Es muss nur einer sein. Dann sind wir erstmal zufrieden. Wäre aber cool. Super, egal. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr schon da seid. Weil wir leben von diesen Likes. Wir ernähren ja, uns du. Von Likes wie Vampire. Wir saugen sie aus. Das weißt du, ich hab ja, digitale Gold. Mein Kanal ist ja jetzt tot. Der ist ja jetzt down. Ja, das ist deine eigene Schuld. Er ist schon hier Folgen nicht hochgeladen, weil du gesagt hast, ne, brauche ich nicht. Ey, weißt du, wie ich da reingehustet habe? Ohne Scheiß. Brauche ich nicht hier. Er ist schon hier scheiß ey, das, drauf. Das konntest du keinem antun. Ohne Kack. Ich habe da so reingehustet. Das war so widerlich. Du so, ich bin jetzt Oberliga. Brauche ich nicht. Boah, ich lade nichts mehr hoch. Ich habe sogar eine Folge Manuel Samuel aufgenommen. Ja, brauche ich nicht. Konnte die nicht hochladen. Oder sie ist ja hochgeladen. Ich konnte sie aber nicht freischalten, weil das kannst du keinem antun. Ja, plötzlich reich, ne? Plötzlich reich, ja. Nachdem du mir das ganze Geld hinten reingeschoben hast. So geht's Seiko. Die ganzen Tag. 5 Karäter geschickt. Boah, was hab ich denn hier Geiles? Was ist denn das? Ich habe gesagt, einer reicht, Leute. Ist doch okay.
dass du immer, weißt du, die machen immer das Gegenteil, ne? Guck mal hier. Er hat extra gewartet, Geldahnung, weil er es bei dir gucken wollte. Guck mal, ey, wir haben 2600 Likes. Erstmal ein schönes Dankeschön an Danke. Die süßen Boys und Girls da draußen, die mich und vor allen Dingen mich liken und nicht Geestjaw. Das ist immer geil. Viele gucken ja nur bei mir. Geldahnung, ja, Geldahnung, tut mir leid. Ja, siehst du, du bist aber auch die Enttäuschung. Vielleicht bin ich ein böser Nazi-Mann. Aber du glaubst, du rettest noch die... Hey, wie kommt man hier raus? Wie kommt man hier raus, wenn man da einmal ins Wasser reingefallen ist? Wie geht denn der Strom an? Ich bräuchte mal Nogger. Wie kommt man aus dem Wasser wieder raus? Weiß das jemand? Raus aus dem Wasser muss man meistens raus aus dem Wasser. Ich weiß nicht. Ja, hier hoch reingefallen oben oder? Ist auch nicht. Ja, ich stehe hier. Ja, du musst den Parcours zurück, wie im echten. Nee, da kann man da raus, ne? Ah, hier ist eine Kletterwand. Alter, leck mich doch am Glas. Wie krass ist das denn? Eine Kletterwand. Ja, das ist, weil du vor der Runde schon wieder, du hast gesagt... Ja, oh, vor der Runde. Ich esse noch einen Kuhhoden, hat er gesagt. Ja, was? Aber noch nicht vorm Schwimmen Kuhhoden essen. Du hast gesagt, gerade vorm Schwimmen soll man die weißt essen. Weißt du, wie gefährlich das ist? Kann ich jetzt hier so... Oh, wie das aussieht. Das ist mal Modkunst, ne? Das ist moddig. Das ist echt moddig. Moddig. Kies, wie alt bist du? Ja, sag uns das doch mal. 17, aber ist doch bekannt. Ist doch bekannt, dass du seit 2009 17. Oh, hier geht's nicht durch. Ich bin stramme, sexy 17. Ja, ja. War ich schon immer? Wie kommt man denn hier weiter? Hier für 1000. Oh, für 1000, die halbe Nuss da. Guck mal, hier ist ja, auch wieder so ein geheimer Knopf. Da ey, musst du mal drauf. Du drängst mich von dem Knopf weg. Aber der 1500 gekostet, glaube ich. Und jetzt? Ja, keine Ahnung, jetzt hat sich irgendwas wieder irgendwo in der Ferne geöffnet. Du kleiner Spitzbub. Ah, du bist doch ein Bubi. Spitzele. Du bist doch ein kleiner Spitzeler. Ja, die ganze Woche hier ist offen, das habe ich doch gewusst. Habe ich doch auch gewusst. Toll. Wo ist jetzt der Strom? Dr. Strom an? Da hinten, den haben wir doch schon. Strom ist schon lange an. Kannst du den Knocker holen, habe ich schon gemacht. Klar. Ich habe doch gerade gesagt, ich brauche das. Und du hast nichts gesagt. Ja, weil ich konzentriert war, weil ich hier eben gerade Nazi-Zombies töten musste. Na, du hast wieder... Führer-Zombies. Hochrangige Nazi-Führer-Zombies. Und ich habe Mugambe an der Hand. Mugambe? Warte noch mit der Munition. My best friend Mugambe. Das ist richtig geil, oder? Wenn du hier so einen Tumor in der Hand hast. Frag mich, warum die Leute sich hier mal aufregen über Tumore. Eigentlich doch eine gute Sache. Der, den ich gerade habe, der ist super hilfreich. Ja, mein Tumor ist mein Kapital. Oh, wie er hier aber auch schmatzt, der Tumor. Dein Hund. Die Leute wollen deinen Hund. Die Leute wollen gar nicht dich, ne? Die ist schon bewusst, dass die Leute auch nur auf deinen Kanal klicken. Ach, Quatsch. Die wollen nicht. Weil die deinen Hund sehen wollen. Die wollen sehen, wie Kalito der Boss alle... Ach, deswegen habe ich so wenig Klickers. Ja, weil ohne Kalito guckt keiner. Kalito wie? Ich brauche mehr Klickers. Das viele Video Leute machen, ja wie du mit wissen. Kalito zusammen baden gehst. Oh, boah, das würde abgehen. Ich, mein Sixpack und Kalito. Und dann so ein Glibberbad machen, weißt du? Das der würde der Hund durchdrehen, das kann ich mir nicht antun. Alter, ich glaube, der wird wahrscheinlich mit einem gezielten Kartellbiss mir die Kehle aufschlitzen. Ja, der Kartellbiss. Ja, klar. Los, mach dein Kinn nach oben. Ich zeige dir, wie du bestraft bist. Ja, nein, natürlich. Bitte, wir können auch darüber reden. Los! Ja. Lass uns nicht diskutieren. Entweder du machst es selber oder ich lasse dich strecken. So ein Kartellbiss ist fies. Der Hund ist brutal. Aber er sieht so süß dabei aus. Der ist so ein bisschen wie Mr. Pickles. Bloß schlimmer. Oh, oh. Ja, wo muss man denn... Hier hinten, die Tür muss man irgendwie öffnen. Und dazu braucht man nochmal so einen geheimen Lara Croft-Nippel, an dem man drehen muss. Also ich habe keine Nippel mehr gefunden. Und ich wette, hier ist Endgame dann. Oder? Ich meine, das sieht so crafted aus. Stand da überhaupt Viable Ending? Stand es dabei? Das ist ein Secret. Lara Croft war früher anders. Sekret ist das. Also bei mir, Dr. Geldahnung, lägt gar nichts, ne? Du laberst. Was laberst du? Du laberst so einen scheißen Dreck. Schwöre. Ne, manchmal lägt's bei mir auch. Hast ja recht, okay. Gib's zu. Ich brauche unbedingt irgendwas, um Zombies zu töten.
Ja, wie kann man jetzt hier den Schuppen aufmachen? Wieder so eine Karte, die wir nicht lösen werden. Nee, du musst hier den Fitnessraum lösen erst. Ach Quatsch. Doch. Woher willst du das denn wissen? Ja, hat Dr. Geld Ahnung so. Ja, und wie soll man den lösen? Der Boden ist Lava oder was? Keine Ahnung, es war oder nur so eine Idee. Hätte ja sein können. Man kann gar nicht so weit springen, ich glaube, das ist gar nicht möglich. Doch, das ist möglich, ich hab's schon geschafft. Ja, klar. Baden. Wieso baden? Die wollen uns doch nur in die Dusche locken, das kenne ich. Greis hat das schon so oft angewendet, den Trick. Ich touch dir mal an dein Tralala unten in der Dusche. Hast du mal den Sound angehört vom Wasser? Hängt nee. Das wirklich jemand irgendwie mit so einem Mund voll Spaghettis? Weißt du, so. So klingt das Wasser. Ja, hier habe ich auch schon gedrückt beim alten Sprungbrett. Ich war schon überall drin. Das alte Sprungbrett. Hörst du es? Schau dir mein altes Brett. Sag mal ganz leise. Dann geh mal schwimmen. Hörst du es? Klingt, als würde jemand so mit Spaghetti so. Spaghetti, Alter. Spaghetti. Du bist auch so ein Spaghetti. Schaut her. Ja, was hat er denn jetzt hier, der eine? Nee, es klingt überall hier so. Ist das meine Hand? Ist das mein Tumor, der sich so anhört? Kannst du mal meinem Tumor riechen? Hier? Macht irgendwelche Geräusche? Weiß nicht. Also ich habe irgendwie so einen Spaghetti-Sound. Wahrscheinlich musst du vom Sprungbrett auf die andere Seite springen. Nee, ist ja Quatsch. Und, habe ich irgendwas geschafft? Nein. Die haben auch die Original-Texturen-Pixeler übernommen, ne? Vom Lara-Spiel. Glaube, oder? Das ja, ist schon nee, geklaut sieht ja, alles. Sieht ja hässlich aus, aber ich glaube gewollt hässlich, weil... Ja so gut, hässlich, muss ja so ein bisschen den Charme auch rüberbringen, ne? Den Charme, ha. Das muss ja den Charme ein bisschen rüberbringen. Wenn das nicht den Charme rüberbringt, dann guckt das ja auch keiner, ne? Guck mal, hier drüben ist auch noch ein Knopf. Das ist hier die Botschaft. Ja, Moment, ne? Da hat jemand erstmal einen Blowjob umsonst rausgeblowt. Echt, für umsonst? Nee, der kostet gratis immer was. Blowjob. Es gibt nie auf der Welt, also wenn es irgendwo einen Blowjob umsonst gibt, ist eine Falle. Ja, Schwänze kauen kostet immer Geld, meinst du? Immer, es kostet immer was am Ende. Also du denkst, wenn ich jetzt jemanden einen Schwanz kauen würde, ja, würde es mich was kosten? Ja. Wenn ich kauen würde. Ja. Ich, ein gut aussehender junger Mann, kau einen Schwanz und muss dafür Geld zahlen. Es war übrigens nicht. Der Kevbot 30, der 2 Euro an freche Jungs wie uns übermittelt, mit freundlichen Grüßen, dann er hat nichts geschrieben. Wortlos, schmeißt er sie in dein Gesicht. Na, der weiß bam. Eben, wie es geht. Münze, bam, Münze, bam, Münze. Ist irgendwas Geheimes. Warum habe ich die ganze Zeit diesen Spaghetti-Sound? Der macht mich total wahnsinnig. Ja, bestimmt wegen Tentakuli. Denkst du echt? Stimmt. Vielleicht noch irgendwas hier. Guck mal, diese Plane hier. Ist das vielleicht nicht auch irgendwas Geheimes? Planiges? Weiß nicht. I'll try, aber... Ja, was ist denn hier mit Schwulahnung? Der weiß doch immer, wie es geht. Nee, meistens weiß er das nicht. Klar, der hat doch immer irgendwie auf seinem MyPad... MyPad. Hat der sowas? Das ist ja professioneller Streaming-Guy. Deswegen, ne? ja, der ist so ein Dude. Okay, da hinten hatten wir. Ich glaube, ich brauche hier mal ein Stamina-Up. Ich glaube, da ist der Ausgang. Hä? Hier ist ein Knopf an der Tür, aber da stand You don't have enough money. Wer ist da draußen? Wo? Hier, wo ich bin. Warte, ich komm. Wo bist denn du? Ja, da beim Nogger die Tür raus quasi. Ja, im Park? Ja. Im Noggergarten. Ja, aber das ist ja dann... Hä? Okay, das ist dann das Ende, oder wie? Oh, da muss ich mal ran. Aus dem Weg, denn ich habe keine Waffe. Ich auch nicht! Ja, aber den habe ich gefunden, den... Ich habe den gefunden! Wieso? Du hast vielleicht den Zombie erschossen, aber... Oh, ne Psch! Geh doch mal eine andere Kiste. Da hinten gibt's doch bestimmt auch noch irgendwo eine Kiste in der Ferne. You son of a bitch! Schniedel, 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 Schniedel. Da hat jemand reingeschniedelt. Ja, warte, ich sehe es gleich, wenn es bei mir ankommen sollte. Wenn denn.
Da ist es, das böse 86, du warst. Frohes neues Schniedeljahr. Danke. Ja, danke schön. Stimmt ja, frohes neues Jahr noch an alle. Haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, haben wir noch gar nicht, denn wir kommen ja einfach aus dem Nichts. Wochenlang kommt gar nichts. Die Leute waren auch richtig hasserfüllt. Einige haben geschrieben, wenn Greis sich nochmal hierher wagt, dann schlage ich ihm erstmal ins Gesicht. Ja, genau. Die haben mich angeschrieben, haben gesagt, Greis, bei Kiescher geht's drunter und drüber. Du musst zurückkommen, natürlich. Bitte. Du weißt gar nicht, was der da veranstaltet mir wurde gesagt, auf seinem Kanal. Mir wurde gesagt, und dann habe ich reingeschaut und gedacht, da wurde gesagt, ey, seitdem dieser Kreisaffe weg ist, ja, hat dein Kanal stark an Niveau zugenommen. Nee, das klingt schon richtig so nach dir. Ich find's schön, was ihr da, was du da aus dem Kanal machst. Klingt so richtig nach dir. Nee, Niveau, als würde ich so ein Wort in den Mund nehmen. Ja, Nivea nimmst du in den Mund, Alter, und spielst dir damit die Zähne ein. Du nimmst Nivea von Mutombo Spitze oder sowas. Von Mutombo Spitze nimmst du Alter, Nivea in den Mund. Alter, guck dir das an. Wir haben wahrhaftig 3000 Likes schon geschafft. Nee, ihr seid echt richtig krass, Leute. Ihr seid richtig fertig. Wir brauchen aber 4, sonst kommt YouTube und sagt, schlag ins Gesicht. Ihr braucht nicht schreiben, die lesen eh nicht. Weißt du, wie sie immer in den Chat schreiben, die lesen eh nicht. Guck mal, wegen dir bin ich jetzt gestorben, du lesen eh nicht Typ. Hast du jetzt davon? Du wirst ausgeschlossen aus unserer Gemeinde. Guck mal, wer holt dich wieder? Der alte Onkel. Gib einen Bann. Ja, der alte Onkel. Da sagst du es. Der coole alte Onkel. Ich bin so ein Charlie Sheen. Weißt du? Mein cooler Onkel Charlie. So hieß die Serie eigentlich mal früher, ne? Da war sie noch gut. Da war sie dann noch wurde gut. Daraus Two and a Half Man und dann war es scheiße. Ja. Ich habe mir neulich überlegt, ob ich vielleicht My Name is Earl nochmal anfangen soll. Das habe ich die schon Serie lange nicht mehr geschaut. Ja, ich schau dir Wise super. Principles an. Oh, das ist gut, ja. Hast du schon die letzte Folge gesehen? Die habe ich noch nicht geschaut. Oh, es wird heftig. Es wird richtig heftig. War so lange heftig. Nicht da. Ich habe mir jetzt erstmal komplett die wie heißt das? Arrested Development. Ja, genau. Die habe ich mir jetzt komplett reingezogen. Das ist auch so ein Klassiker. Du musst dir jetzt gut. Always Sunny in Philadelphia reinziehen. Das ist so eine mega gute Serie. Die habe ich auch noch nicht angefangen. Alter, die ist eine der besten Serien überhaupt. Das ist wie South Park in echt. Ja. Das ist auch so, weißt du, das fängt so harmlos an, die machen ein bisschen Quatsch und am Ende eskaliert. Zum Beispiel, da gibt es so eine Folge, da sind die irgendwie dabei, Sachen wegzuschmeißen von der Bar auf der Müllhalte, ne? Und dann findet ihr auf einmal so einen alten Säbel und erkennt irgendwie, dass Müll ja voll geil ist, ne? Und dann sammeln sie immer mehr Müll an und irgendwann haben sie so viel Müll in der Wohnung, dass sie draußen leben. Weißt du, sie werden obdachlos, weil sie ein Messi-Syndrom entwickeln mit Müll. Das ist echt, ist einfach cool, wie sie dann auf diesem New Yorker Gitter schlafen, weißt du? Diese Abluftgitter. Ja, ja. Alter, wie sie sich da auf dem Gitter mit anderen Obdachlosen zusammenkauern. Nee, ist echt geil. Das ist wirklich eine der besten Serien, die je gemacht wurden. Musst du dir reinziehen. Nee. Aber ich hab mit meinem Bruder neulich Dings geguckt. Da kam auch eine super Folge, wo sie sich alle so disliken irgendwie. Kam jetzt erst die dritte Staffel. Ah, wie heißt denn die? Happy Endings? Black Mirror? Achso, Black Mirror. Achso, was Ernstes eher. Ja, Black Mirror ist es, glaube ich. Black Mirror ist ziemlich geil. Hast du schon die Folge gesehen mit dem Schwein? Aus Staffel 1? Es sind ja immer nur 3 oder 4 Folgen. Immer nur ganz, ganz wenig Folgen. Ich glaube, Staffel 1 sind 3 Folgen. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gesehen und habe jetzt, glaube ich, von der dritten Staffel die erste Folge gesehen, wo so eine Tussi auf so eine Hochzeit irgendwie will, aber da geht's, alle disliken sich quasi direkt immer live vor Ort, so, weißt du, und du kriegst bestimmte Sachen nur, wenn du halt mindestens eine 3,5 bist oder so. Ja, wie im echten Leben. Flug und dann wird sie durch dieses... Weil sie dann eine schlechte Grundbewertung hat, wird sie halt überall verstoßen. Und ja, das ist auch so im echten Leben. Aber das ist eine geile Serie. Ja, das ist eine mega gute Serie. Man muss die erste Staffel reinziehen. Da die erste Folge ist der Überschitt. Da haben sie irgendwie gleich... Ja, da haben sie sich irgendwie gleich in mein Herz geschittet. Ihr habt voll in mein Herz geschittet. Die haben richtig hart in mein Herz geschissen, also... My heart goes boom, boom, boom. Warte, was ist denn da wieder los? Kinder, hört auf, euch immer zu streiten. Es bringt überhaupt nichts, wenn ihr euch im Chat einen was dicke Hose macht. Was ist eigentlich Hose immer für ein keine Ahnung, so irgend so eine Kapelle irgendwo? Hatte Lara eine Kapelle? Eine Kellerkapelle? Kellerkapelle? Irgendwer hat von dem Chat... Weißer Stern! Kamin! Von Altona, du bist so fern, du bist so nah. Warmen Sand, da hab ich deine
Kamin? Das Kamin? Das Kamin? Hast du es jetzt nur so gesungen oder kam nee, da kam schon so ein kleiner weißer Stern. Hast du denn bei mir Stern dann noch nicht? Doch, da ist er ja. Von Bibi. Na, die hat ja genug. Neues Jahr wünsche ich euch. Meinst du die Bibi? Na, die, klar. Die ist ja ein ganz großer Fan von mir. Er hat immer gesagt, ja. Hey, Julienko, du weißt, es ist nur ein Alibi. In Wirklichkeit, dein Schlong ist der schönste Schlong. Und das ist ja auch wahr. Ich meine, da lügt sie auch nicht. Die kleine Bibi Schmutzberg. Bibi Schmutzberg. Ey, ich komm den Kamin nicht hoch. Ich sag dir, das ist eine kleine geile Hexe. Bibi Schmutzberg. Die schmutzige Hexe. Kann so manches mal von Bangkok-Noten träumen. Wird immer gern blasen. Upsa. Bibi Schmutzberg hat keinen Würgereiz. Kann so manches, wovon du träumst, blasen bis zu der Wurzel. Bis zur Wurzel. Bis zum Rektum bläst die durch. Ich sag dir, die kann Lachs und Ei auf einmal in den Mund nehmen. Lachs und Ei, die macht die norddeutsche Variante. Der Hamburger Hals ist. Der Hamburger Hals. Machen Sie auch Hamburger Hals? Ja, sicher. Lachs mit Ei nehme ich doch gleich alles rein. Ja, noch klar. Du, das hat mir doch mein alten Vater hat mir das noch beigebracht. Gibt's auch noch die 80er-Variante? Da ist noch ein Krautsalat oben. Ja, mit Kraut kriegst du oben drauf, ne? Mit, aber ich mag da nichts mit Salzspitze. Das dauert aber 2 Tage. Alter, was ist los hier? Guck mal, ich bin im Kaminzimmer, aber ich komme auch den Kamin nicht hoch, ne? Das Kaminzimmer? Kommst du den Kamin hoch? Ich mache hier gerade wichtige Dinge. Naja, dann kannst du wieder nur Scheiße sein. Wieso? Nein, wenn du schon das Wort wichtig hinzufügst. Ja, nee, voll wichtig. Was denn? Ja, hier halt wichtig eben. Was willst du da oben beim Kamin? Ich habe in dem Lauf noch nicht einmal getruht. Man kann den Kamin irgendwie hochgehen, da ist irgendwas. Naja, hier auf der Karte musst du ja nicht ruhen. Ja, die geilsten Wandwaffen. Nee, gar nicht. Ich will aber was auch ein Spektakulier von Altona. Du bist so fern, du bist so nah. Am weißen Strand, im warmen Sand. Dann nahm ich deine Hand. Weißer Stern von Altona. Und Otto sagt, in der Bibliothek ist ein Knopf. Ein Knopf, die. Ja, wo ist eigentlich, es gibt doch bestimmt hier auch einen Pub, oder? Ein Pub? Pack a Poop. Ach so, den hab ich doch gar nicht gesehen. Vielleicht Pack on the Schwanz. Du alter Lachsgurkler. Wer war denn das? Dark Beard, 5,55 € hier vom Weißer Stern, geht ins Ohr, bleibt im Kopf, Mann. Ja, danke schön, Dark Beard. Auch hier, frohes Neues, lange nicht gesehen. Schön, dass es dich auch immer wieder hierher verstrandet, quasi. Aber man kann uns ja nichts nachsagen. Wir shanghaien ja nicht die Leute, ne? Wir zwingen ja keinen. Nee. Aber du weißt, dass, manche sagen wir shanghaien. Ich wurde auch fast shanghaied. Ja, aber ich hab dich zum Glück mit... Du wurdest fast mit Monitoren shanghaied. Dann hab ich gesagt, die sind auf dem Schwarzmarkt nicht so viel wert. Nee. Auf dem Schwanz-Schwarzmarkt. Und das ist der ausschlaggebende Markt. Der Schwarz-Schwarzmarkt. Schwarzmarkt. Schwarzmarkt. Ja, da reden die Leute viel auf dem Schwarzmarkt, ne? Da wird sich viel unterhalten. Das war jetzt aber auch so ein klassischer, könnte fast ein Sarazar gewesen. Spicy Girl, sag, Kies, ne? Kannst du mal meine Videos angucken und mir Tipps geben? Spicy Girl? Sollen wir schnell reinschauen? Videos, dann, ne, jetzt bin ich hier gerade im Rausch. Erstmal muss ich die Karte hier spielen, bevor ich... Da farmt aber jemand Abos. Geht mal lieber auf meinen Kanal und gebt mir mal Tipps. Nein, geht mal hin. Geht mal bei Kreis gucken und schaut mal, was da los ist. Bei mir gehört, kommt, noch eine wann total... geht's denn los? Machen wir morgen was, oder? Ich morgen weiß es nicht. An. Ich habe gehört, du willst irgendwie im Wald dich nackt mit Moos einreiben. Du hast gesagt, dein alter Waldfreund... Ja, mein alter Waldfreund ist leider gestorben. Der alte Waldfreund und jetzt brauchst du einen neuen Waldfreund.
Ich weiß nicht, ob das okay ist. Wurde das denn, hast du nicht das Tribunal auf Facebook oder so entscheiden lassen? Und die haben alle gesagt, ja, weg mit dem Alten. Ich habe auch ihn gefragt und der hat gesagt, nee, will er nicht. Er will nicht mitspielen. Nee. Gut, wenn dem so ist. Ich habe ihn auch eingeladen. Ich habe gesagt, hey, wenn du willst, kommen wir zusammen uns im Wald gegenseitig die Gurke pellen. Er so, nee, aus dem Alters heraus. Ach so. Haben die jetzt alle so... Ich habe ihm auch gesagt, hey, jetzt kann man auch deinen verlorenen Sohn finden. Er so, nee, ich habe jetzt Niveau. Ja? Er hat gesagt, er hat jetzt Niveau. Er hat gemeint, es wäre nicht gut, mit dir zu zeigen. Er hat gemeint, da kam eine Spende rein. Er hat gemeint, es wäre nicht gut, mit mir zu verkehren. Das würde die Product Placements nämlich mildern. Weil mit Keys zusammenspielen bedeutet auch weniger Umsatz. Guck mal, die Leute im Chat, die schreiben, Kreis, du geile Sau. Nicht Keys, John? Ja, weil ich bin halt jeden Tag präsent. Ich bin ja omnipräsent. Ich denke, ich ziehe schon Leute an, ne? Ist klar. Ja, was denkst du, wie viele Leute ich anziehe und ausziehe? Kani, der Stecher, hat erstmal 2 Euro donated, ne? Kies, Kreis, ihr seid 2 oberanale Burschen. Macht weiter so, aber Kreis ist noch besser, stand da. Das stand da nicht, ne? Wer will denn das lesen? Ich lese die Spenden und so wie ich sie lese, sind sie richtig. Da ist eine Kiste! Manchmal wissen die Leute nicht, was sie schreiben wollen. Dann muss ich da halt noch was hinzufügen. Kistenkloppe, Kistenkloppe. Ich habe hier eine für mich ganz allein, ne? Weißt du warum? Ja, und jetzt sterben alle. Alle sind gestorben. Was, wieso? Ich glaub's nicht, alle tot. Kistenkeile. Ja, es leckt so, ja, weil mich alle hier von der Kiste weggeschoben haben. Buh. Ganz fies. Oh, jetzt kommen hier ganz viele Zombies. Du musst alleine machen. Ganz viele, ganz viele. Wir sind im Hof. Hä? Wir sind im Hof. Aber die Waffe hat keinen Sound. Beeil dich, Kreis, noch kannst du mich retten. Ich bin der Mann mit dem Geld. Vergiss die anderen. Achtung, hinter dir sind Zombies, hinter dir sind Zombies! Zombies! Ich pack das! Oder? Nee. Eben wie? Nicht. Alter. Lass mich sterben und mach die Welle zu Ende. Stirb nicht, geh nicht an die Wand, nicht an die Wand! Ganz ruhig. Oh Gott, wenn jemand stirbt, kostet ja ein Vermögen. Ich hab einfach mal 5000 verloren. Wegen den Typen, ey. Mal Geldahnung wieder hier zu. Das ist halt so ein Geldahnung-Ding, weißt du? Er hat mir einfach einen Nacken geschlagen und hat gesagt, verzieh dich mal. Haha. Aber. Wie teuer war das Ende jetzt hier? 35, ne? Ja, warum hat ein Geldahnung aus so einem Drecksping? Wir alle haben einen guten Ping. Das liegt nur an Geldahnung. Ja, weil er wieder Pornos saugt. Ja, hör doch mal auf mit den Pornos, Geldahnung. Top the Porn. Wegen dir sind jetzt hier 800 Leute abgesprungen. Direkt weg, so, ne, guck ich nicht mehr. Direkt weg, ja, meistens ist es so, ne? Ist verrückt, ne? Du stirbst einmal, machst einen Fehler. Nein, guck mal, du hast sogar noch Like gekriegt. Einer hat noch geliked, trotz dass du gestorben bist. Sari kämpft hier gerade auch fürs Niveau, aber verliert. Sari, da wirst du leider verlieren. Wenn du wieder irgendwie angemacht wirst, beachte es einfach gar nicht. Schreib nur nette Sachen mit netten Leuten. Dann ist das Leben viel angenehmer. Ja, da mein muss man sich nicht mit so Buben hier rumschlagen. Mein Waldfreund, der hat sich verschrieben, jetzt ein offizieller Skyrim-Kanal zu werden. Echt? Only also Skyrim, oder only, was? Hinter dir ist ein Zombie, ne? Der schlägt dir die ganze Zeit den Nacken. Ich weiß, ich spüre das. Ach, das, darauf stehst du, oder? Ein bisschen schon. Der ist jetzt Only Skyrim, ja. Er hat gesagt, er knüpft an den alten Erfolg nochmal an. Und funktioniert das? Ja, er lebt ganz gut. Er hat auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall eine dicke, fette Yacht. Ich dachte, er hat nur die super. Nur die Superjacht und nicht die super duper Yacht. Ich muss mir hier was kaufen irgendwie, sonst. Ja, nimm die hier, die ist gut, die ist gut. Da kommt schon wieder eine kleine Spende rein, aber ich kann es lesen. Oh, okay. Musst du ein bisschen konzentrieren, euch. Hier schreibt jemand, Keystro ist der geilste. Was ein Hengst. Aber Kreis ist better, oder? Nee, nee. Better. Dann Kies, Kreis, jetzt kam Dr. Porno-Ahnung dazu. Ja, ja. Dr. Porno-Ahnung. Es gibt auch schon voll viele Varianten von Geldahnung. Es gibt die Durchfall-Ahnung, die Sperma-Ahnung, die Nix-Ahnung, die Null-Ahnung. Aber alle Kani, der Stecher, hey Kies, Kies passt doch besser im Kreis. Ich liebe euren Stream.
Der Stecher, der alte Carney, das soll ich dir, der ist ein guter Typ. Der sticht mal öfter rein. Lol, hört ihr den Jungen? Nein. Nein, glaube ich dich. Die denken so, hä, Kies, da zwei Stimmen. Kies hat zwei Stimmen. Nix glauben können. Kies und Kreis eine Person. Eine Person. Leck mich im Arsch. Mach keine Witze. Ich schau dir ins Auge. Ich hab Auge, mach keinen Spruch über Auge. Ich hab Zähne. Ich hab Auge. Kies ist der Beste, besser als Kreis. Ja, danke. Nein, nein, das schreibt hier keiner. Weißt du, gibt's einen, der heißt Anallieferung? Dr. Abmahnung. Dr. Abmahnung. Da kommt. Ja, oh, es ist aber. Oh, ist nicht schlecht, Dr. Abmahnung ist nicht schlecht. Guck mal, hier ist schon irgendjemand wieder in den Tiefen. Free Kill, schon wieder free gekillt worden. Ja, der. Die Leute lesen den Namen, die Zombies lesen den, ne, und zack. Dr. Nervahnung, ja, das stimmt. Kreis muss wieder alle retten, alle haben es jetzt gesehen, ne? Ah ja, wie gesagt, es war Geldahnung. Es war Geldahnung schuld. Haben aber auch alle gesehen. Alle da rumgedippt. Ja, aber Geldahnung hat halt einen Kreuzdipp gemacht. Damit. Hey, Freekill, ich weiß nicht, ob das was wird. Hat jemand Affen oder Tentakulis? Nö, ich hab gar nichts, ich bin doch gestorben. Erinner dich mal an die alte Zeit, wo ich blutend auf dem Boden lag. Freekill, das tut mir leid. Aber. Oder? Hat Geldahnung geholt? Ja. Black Ahnung? Oder Blackcock Ahnung? Blackcock Hound? Da kam eben gerade noch eine kleine Männerzeit rein. Hier noch nichts. Eine kleine Männerbrotzeit. Leute, ihr müsst euch nicht immer an ein Lager anschließen. Ihr könnt auch beide Lager gut finden und sagen: Weißt du, eigentlich sind wir ja eins. Am Ende gewinnt immer Seiko. Vergesst das nie. Ja. Am Ende gewinnt immer Seiko. Das mal, Geld landet Prinz immer bei Dickie, Seiko. Prinz Dicky hat 2,22 €. Ja, für Kreis, der muss doch auch was von mir. Siehst du, es ist für Kreis. Ja, und ich. Für mich wurden schon 150 € für eine Therapie gespendet heute. Ja, aber ich kenne da jemanden, der hat ein Alkoholproblem. Ja, ich nicht. Ja, aber ich auch der stolz. Braucht's. Ja, aber der braucht's. Bin speifrei seit 9,3. 9,3. Ja, aber der ist abhängig nach Tütensangria. Geld. Und Geld. Tütensangria ist echt hart. Also wenn du... Boah. Pennerwein. Also Pennerwein für 2 € in so ja, wenn du, nee, wenn du wirklich auf Tütensangria bist, dann bist du ganz unten. Ich glaube, tiefer geht nicht. Selbst erbrochenes Trinken wäre nicht so schlimm. Da schon wieder eine Spende rein. Dari, versuchst du die Menschen dazu zu bringen, sich wie Menschen zu benehmen? Auf dem Kanal Keystroke gibt es kein Niveau. Ja, leider nicht, Dari. Das tut uns auch sehr leid für dich. Wie gesagt, was hat der da eben gerade eingesammelt? Popel Johnny hat 4 € donated. Bin neu und feier dich sehr und war die Silvesternacht Ritzmitz. Was? Ja, was ich ritzen? In der Silvesternacht? Ritzmitz? Das ist eine Diskothek? Das Ritz, ja, das, ne, das kenne ich. Da habe ich auch schon verkehrt. Oh, shit, jetzt bin ich tot. Jetzt habt ihr verloren. Nee, nee, wenn Kies lebt, dann ist alles gut. Dari, du kommst da durch, Dari. Einfach ignore die Menschen. Wie gesagt, du wirst diese kleinen, anonymen Pillermänner, die dahinter sitzen und dir böses, verbales Böses antun, niemals daran hindern können, egal was du tust. Wir haben die Hoffnung aufgegeben, schon lange. Das Problem ist, ich habe keinen Schnogger. Das Problem ist, ich dislike dieses Video, wenn du mich nicht wiederbelebst. Das Problem ist, ich habe keinen Schnogger. Das wirst du sehen. Ich werde schreiben Dislike wegen nicht wiederbelebt. Achtung! Ja, jetzt liegen schon 2, oder? Ja, ich glaube schon, Freekill hat sich auf mich draufgelegt. Aber der, da weiß ich, der ja, aber gibt weißt sein du, Leben für mich. Bist du weg? Ja klar bin ich weg. Ja, wie hätte ich es denn machen sollen? Ich hab keinen Schnogger. No money. Die Bank hat kein Geld. Du und kein Geld. Ich hab meinen letzten... Hast du mal die Menge an Spielsachen? Hast du mal die Menge an Geld gesehen? Die hier rumliegt. Hey Leute. Ich find's schön, dass ihr alle noch da seid. Und dass wir so konstant auf über 2000 Zuseher sind. Das ist schon... Das ist schon eine Leistung, ja. Das schaffen nicht viele Menschen. Nee. Wirklich nicht. Und das finde ich gut.
dass ihr hier seid und unser niveauvolles Programm mit kleinen, vielleicht leicht unniveauvollen Ausschwenkern, die wir manchmal haben. Ja, aber so viel wissen wir ja auch nicht. Wir sind trotz schon alledem. Die Elite unter dem ja. Niveau. Und wir sind wir, nicht Peter wir, Lustig wir, der nicht Neuzeit. Nicht wir zwei, sondern da draußen. Diese Menschen, die da draußen sitzen und genauso wie ich gerne frivolen Spaß erleben. Diese Menschen haben es schon fast auf 4000 Likes geschafft. Und ich dachte eigentlich, ich müsste bei YouTube anrufen und sagen, hey Leute, heute reichen nicht 3000. Ende. Ja, er wollte wirklich auf Knien hinrutschen. Oh, guck mal hier. Prügelt euch drum. 5 Euro von Kerberus 84. Junge, Dankeschön, Kerberus. Wir können uns aber leider nicht drum prügeln. Dankeschön, aber wir können uns nicht drum prügeln, denn, wie gesagt, von diesen 5 Euro sehe ich 50 Cent und Greis halt 10. Und der Rest geht an die Stiftung. An die Stiftung für verwaiste Schriftsteller. Für verwaiste brotlose Künstler. Für hungrige brötlose Künstler. Für brötlose Künstler. Wie früher, ne, da habe ich ja noch ein paar Kunstwerke gemalt. Da hätte ich auch eine eigene, Schalerie habe ich gehabt, ne, so schön, ja. Mit Bildern drin, 2-3 Stück links, 2-3 Stück rechts, da haben schön ausgesehen, aber keiner hat's gekauft, ne? Keiner. Alle haben gesagt, nee, keiner hat's gekauft, die haben gesagt. Wie, jetzt sind wir hier gefangen oder was? Geldahnung? Die haben gesagt, fass mir nicht so hart an die Ritze. So. Geldahnung, das ist verbuggt. Man-Ahnung. Oh, die Man-Ahnung. Lass mich hier raus. Bei das Ding. Man-Ahnung. Ich hab keine Munition. Nein! Ich bin tot. Oh, er hat mich da in den Kamin gelockt, der Schwul-Ahnung. Da gibt's keinen. Hast du diesen Dingsfilm schon gesehen? Ich hab im Urlaub hier den Schlüssel zur Weibersauna-Film geschaut von Elsterglanz. Nee, hab ich noch nicht gesehen. Bitte nicht spoilern. Wie? Willst du den einfach noch schauen? Ja, natürlich. Aber der erste war cooler. Ja? Ja. Man hat die Beats, ne? Junge, hat die Beats, Junge. Junge. Döner, gib mir mal das Festnetz rüber. Häng da nicht so reden wie der. Dann müsst ihr den Kopf hier so nach vorne machen. Und dann müsst ihr man so weiß aber reden. Nicht, wie er normal klingt, ne? Man hat's noch nie gehört. Ey, den hast du noch nie gehört. Hast du schon mal seine normale Stimme gehört? Ich noch nie. Nein, keiner. Weil der redet so. Junge, mach das doch nicht immer so kompliziert. Können wir nicht mal ein paar Eier machen? Alle Eier. Keine Eier. Aber der macht den Kopf aus der Welt nach vorne immer. Ich kann das gar nicht. Und dann mit dem Maschendrahtzaun halten wir einen T-Rex ab. Guck mal, Sari ist eine ganz Liebe. Sari ist ein Schmusemädchen. Guck mal, und die Miriam oder Yusemi, ja, Miriam heißt die aber eigentlich. Das weiß ich. Woher weißt du das? Oh, Schäferschlündchen. Nee, die schaut schon sehr lange meine Videos. Deine Videos? Meine Videos, ja. Und sie schreibt immer liebe Grüße drunter. Und ich lese, was ja viele irgendwie nicht wissen, wir YouTuber lesen ja trotzdem, wir lesen ja wirklich Kommentare. Wir verrückt. Lesen das, ja. Nur, man kann einfach nicht auf 10 Millionen von den Dingern antworten. Jetzt nicht angeben, aber bei mir wird schon viel kommentiert. Oder 4. Achtung! Guck mal, da die ist Leute. Wieder jemand am Boden, ne? Ja, stirbt, ich versuche ihn schon die ganze Zeit zu holen. Wir kriegen ja. Oh, das tat weh. Das tat weh, da wurde dick abgezogen. Da wurde gemuttergriebscht. Gemuttergriebscht, ne? Ja, sicher. Hot Shanghai. Das wird zu Hot Shanghai und dann gemuttergriebscht. Von dick hinten, von vorn. Mach mal hier jetzt 10.000 Geldi. Wer ich? Ja, damit wir rauskommen. 35k dachte ich, wäre hier Endgame. Ist doch voll nah dran am Endgame. Ich bin jetzt nicht mehr. Voll nah dran am Tode persönlich. Da haben sie mich rasiert, Junge. Guck mal, da wir haben 4.000 Likes. Ja, yes. Lara Alter, Croft. Alter, Lara Croft hat schon 4.000 Likes gebracht. Und ich hab gesagt, lass es uns spielen. Und ich hab noch gesagt, nee. Clickbait. Nee, ich hab noch gesagt, schlachten wir voll aus. Darauf klicken die Kids, die blöden Kids. Piep, die nehmen wir aus. Piep.
Piep. Ich nehme mir ganzes Geld ab. 4000 Likes. Bei 5000 Likes, was wollte Sari da nochmal machen? Nee, das war gar nicht Sari. Nee, das war Carina, glaube ich, die immer gesagt hat, ich zeig dann meinen privaten Gangbang. Die hat dann gesagt, ich zeig mal meinen Sharina. Zeig ich mal meinen Sharina. Guck mal, die Leute wollen Endor wiedersehen. Ich will auch mal. Meinst du, Endor wurde ein bisschen geupdatet oder so? Nee, die war abgeschlossen, die Karte. Nein, niemals. Die war abgeschlossen. Es muss neue Endor-Karten geben. Es gibt aber keine. Aber dann schreibe ich den Jungen an, der die gemacht hat, und sage, Junge. Mach du doch einfach eine neue. Was hält dich auf? Endor? Du sagst immer, hey, ist doch eigentlich voll easy, sich so eine Karte zu bauen. Stell mal vor, es gibt die offizielle Kreis- und Kieskarte. Sagst du jedes Mal. Ja, aber ich habe für sowas keine Zeit. Erstens trete ich auf nebenbei als Alpha Kevin, der ja, Hardcore-Rapper aus dem Untergrund. Ich halte YouTube am Leben. Stadt. Ja, dann. Wir verdienen 10.000 Logs every day. Was ist das, eine Log? Keine Ahnung, vielleicht ist es irgendeine Währung. China-Log. Oder Rocks, weißt du, und es waren Chinese, weil Rocks ist es nicht, wenn man so einen ganzen Haufen Drogen sich reinballert, so. Ich habe ganzen Rock mir reingefegt. Ist es nicht irgendwie, wenn man Klumpen konsumiert? Sagt Charlie Sheen nicht, I bang 7 gram Rocks? Das Hour Roll? Ja, ich weiß nicht. Das ist doch, wenn man es klein stanzt dann. Die Leute brauchen mehr Trump, schreiben sie. Ah! Ich bin nur der Knecht von Kies, steht da. Da steht, ich bin nur dein Knecht. Das stimmt auch, ja. Das ist mein persönlich. Aber guck mal, das Verrückte ist ja, die meisten kennen mich als diesen charismatischen, gut aussehenden, charmanten YouTuber. Aber ich bin auch nur ein Knecht. Ja. Weißt du, ich gehöre ja auch nur der Seiko Industry. Was viele Leute ja auch nicht verstehen. Eigentlich, ganz am Ende sage ich euch, egal wo im Leben, egal wie im Leben, wenn du nicht zufällig 90 Millionen im Lotto gewinnst, dann bist du immer ein Knecht von irgendwem. Immer. Egal wie. Da kannst du noch so cool, noch so mega, boah, ich bin so ein Punk und bin voll aus dem System raus. Nein, du lebst auch vom System. Außer du bist Bibi. Auch der Schnort lebt vom System. Alle leben aber nicht vom Bibi. System. Außer Bibi. Bibi macht im Jahr 5 Millionen, weiß ich nicht, mit ihrem scheiß Beauty-Schaum. Der aber jetzt irgendwie offiziell ungesund für die Haut ist oder sowas. Krebs riesig hoch 10. Da gab es doch irgendwelche Studien. Ja, lass uns doch auch mal so einen Sackschaum machen. Zum Eierbaden. Aber da müssten wir halt dann vor der Kamera die Marke bewerben. Wir machen ein schönes Eierbad. Wir finden das neu. Das Eierbad ist doch endgeil. Kannst du nach dem Rasieren ins Waschbecken kurz die Bällchen erfrischen? Ist geil, ne? Ja, bestimmt. Ein bisschen minzig oder so Eisbonbon-Geschmack. Bin ich der Einzige, der lebt? Oder lebst du auch? Ich bin tot. Und Dr. Geldahnung lebt, aber der ist irgendwo out of the jungle. Ne, macht irgendwas Mysteriöses wieder, ne? Ja, irgendwas ganz Mysteriöses. Dr. Mystery-Ahnung. Der ist ziemlich Scooby-Doo. Eierbad. Die Leute würden unser Eierbad kaufen, sag ich dir. Ein finnisches Eierbad. Simon will wissen, wie viel für die Trump-Animation war. 11 Euro? 11 Euro war ein Dollar. 11 Euro war ein Dollar. Zieh dir mal einen Dollar rein. 15 ist Trump, oder nicht? 12,99 oder... Nee. 15 ist ein Trump, oder? Ja, ich glaube 15 war ein Trump und 12,99 war... Blowjobs umsonst. Ein Ticket. Stimmt, war das 12,99 ein Ticket? 12,99, ich hab vergessen, 95? Noch Tickets. Alle Leute würden ein Eierbad kaufen. Siehst du? Es riecht nach Moschus und Ei. Dann nimm doch mal hier so eins. Hier, da kam irgendwie eine Spende rein. War aber so schnell wieder weg. Ja, bei mir kommt noch nichts. Ich bin gerade hochkonzentriert, die Karte durchzuspielen. Arkanen! Ja. Arkanen hat 30 Euro donated! Ich liebe euch, ihr seid die Besten! Wo ist Schwifty hin? Ja, keine Ahnung, ich war... 35 in Schwifty. Achso, okay. Dankeschön! Ja, das ist das Seiko-Konto. Da habe ich keinen Zugriff drauf, deswegen. Ich muss es ihm unbedingt entziehen.
Polui fragt, ob ich mich an ihn erinnere oder sie. Polui? Hului? Polui oder Hului? 30 Euro, guck mal, das geht alles, das fließt alles direkt in den Sackschaum. Oder wie nennen wir es? Keine Ahnung. Eiersa-Baumschaum. Also, wir müssten vielleicht einfach Bilou. Von Bibi heißt ja Bilou. Vielleicht können wir irgendwas mit Lu oder Bi. Biständer? Nee, Biständer ist nicht gut. Zwei Latten und ein Nagel. Teastrower-Kreis Kosmetik. KKK. Bolu. 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 Captain Bolus. Der Sackschaum für den feinen Herrn. Sir Bolus. El Bote Catholico? Was? Minze? Das katholische Schild nimmt eine große Breite mehr. Das katholische Schild zeigt dir, das Leben ist nicht so schwer. Spiel mit uns heiße Spiele mit echten. Mit echtem was? Was sind das wohl für Spiele? Mit echtem was denn? Mit echten alten Männern, Alter. Wer hat's denn gekauft? Ich weiß es nicht. Irgendjemand. Was, das böse 86 Dude ist bei mir so unscharf. Kreis, kauft deinem Kind mal einen anderen Fahrradsitz, damit es nicht immer runterfällt. Ja, das wäre echt gut. Ich habe schon immer gesagt, der ist zu groß. Alter, die Croft Mines. Ja, der war ja auch nicht von der Firma namenhaft. Warst du schon mal in den Croft Mine? Ich war nicht in den Croft Mine, aber ich bin Dr. Geldahnung mit in der Kamera in die Croft Mine gefolgt. Wie kriegen wir diese Tür auf? Aber danke, dass böse 86 du auch du bist mit auf unserem Schiff. Irgendwer hat doch jetzt gleich 35.000, wir können jetzt nicht raus. Ja, ich kann das. Yusimi, das ist falsches Singen. Miriam sagt falsches Singen, das ist... Also, das ist ja mal wohl auf höchster künstlicher Ebene. Ich geh jetzt, ich will auch ein bisschen Hello Kitty Inselspaß. Ah, oh, Hello Kitty Inselspaß! Geldahnung, komm! Hello Kitty, komm, wir gehen. Geldahnung, wie heißt der andere? Superkill. Instakill. Der steht doch eh wieder, weil er Krebs hat. Free Kill Krebs. Internetkrebs. Free Kill Krebs. Kommt zur Tür, Leute, wir hauen ab. Go, go, go. Das katholische Schiff. Wir brauchen aber die Tür. Auch einen Ohrwurm. Aber ich finde auch in Spanisch das irgendwie geil. El Bote Catholico. El Bote Catholico. Da sind sie. Alle? Nee. Na, jetzt gehe ich wieder drauf. Oh, der andere ist tot. Oh, Freaky. Da kam noch eine kleine Männerzeit rein. Jason, Alter? Wo maximale Munition? Ich kann den Blowjob nicht lesen. Ein Blowjob mit dem Besen. Von Akkanen 1299. Okay, will doch was Besseres. PS würde voll den neuen Schaum zu kaufen. Oh nein! Warum ging denn da auch wieder der Sound nicht? Das ist echt fies wegen Schneeko. War das 1299 oder 95? Ja, das waren 1299. Komm schon, komm das schon. Das katholische Schild. Ah, wir singen es ja die ganze Zeit. Dankeschön für deine Spende. Sind alle tot? Oder was ist jetzt? Ist Geldahnung tot? Bist du tot? Alle tot, glaube ich, außer uns. Echt? Oder? Dann lass uns gehen. Wir können nicht gehen. Ja, ich habe nicht genügend Geld. Ah, weil die ja gestorben sind. Aber. Darf's nicht down gehen. Geldahnung ist nicht tot, aber der. Ja, ich habe aber kein Geld. Ist tot. Weil du verlierst ja 5000. Boah, Bro, komm zum Gym und wir klären das dann. Komm, Schulplatz, aber ohne Treten. Aber ohne Treten. Wir machen Wettlauf auf dem Laufband. Auf dem Schuli. Wer hält erst auf dem Ziegen? Oder was, der Spieli? Komm, Spieli, Alter, aber ohne Treten. Spieli, Junge. Schuli geht aber... Keine Ahnung, du bist doch nie auf dem Spieli gewesen. Ich war auf dem Spieli. Du warst damals. Kein Spieli-Chiller, Alter. Ich war ein harter Spieli. Alter.
Ich war Spieli. Auf keinen. Jetzt kommt mal hier alle hin. Jetzt kommt doch. Ihr sind alle da. Oh nee, der muss leben, der eine Typ. Geht nicht. Kommt mal ganz nah an mich ran. Kam schon wieder ein Blowjob. Nee, geht nicht. Ginne? Ja, schreib mal, während du Zombies hast, die dir auf die Tastatur wichsen. Komm schon wieder eine Spende rein. Spiel mit uns heiße Spiele. Forever Aim hat donated 2 Euro. Haha, ich feier dich. Hier ist noch was von meinem Weihnachtsgeld. Meine Traum wäre mal, dass du bei mir auf YouTube vorbeiguckst. Ich guck erstmal bei diesem Mädchen vorbei. Hast du Brüste? Dann guck ich vielleicht auch bei dir vorbei. Sexismus! Rapist! Ein alter Raper! Boah, bei Dings, bei Arrested Development, wo er gesagt hat, ich bin der weltweit erste Analyst und Dings, und auf Englisch ist es ja, ne, irgendwie Analyst and Therapist. Und dann ist er der erste weltweit anerkannte Anal-Rapist, also. Oh, es wird hässlich, was wir gerade. Alter, ey, warum werden noch mehr Leute zum Zuschauen reingekommen gerade? Wie kann das sein? Normalerweise werden es ja immer weniger. Ja, normalerweise weinen die alle und gehen und sagen, ihr seid scheiße, ihr könnt das spielen nicht. Ich guck lieber Shrek Dick. Ja. Gibt's den eigentlich noch? Ja, oder? Witz nicht, heißt er. Ja. Schwitz nicht? Ja, gibt's den. Witz nicht 2000 heißt der jetzt, der neue Name. Ein neuer Kanal, verstehst du, auf YouTube? Aber du weißt, wir dürfen nichts über Varo sagen. Da haben wir letztes Mal ganz schön Ärger bekommen. Das wissen die Leute ja gar nicht. Im letzten Stream hat uns die Varo-Kommission ganz schön auf den Schwanz getreten und haben gesagt, einmal noch ein Varo-Spruch und... Ne, ihr dürft dann nie mit uns mitspielen. Nee, wir sind offiziell jetzt raus aus dem Club. Wir waren ja auch nie drin. Stimmt, aber vielleicht wären wir irgendwann reingekommen. Aber das ist so dieses typische, genau, aber wenn ihr hättet wollen, würdet, dann hätten wir Nein gesagt. Ja, aber wir dürfen keine Witze mehr machen, weil sonst kriegen wir den Stream von YouTube abgeschossen. No Varo Jokes. No Varo Jokes. Ey, aber Leute, jetzt kommt doch hier hin alle mal. Der geht doch nicht, weil einer fehlt. Ja, aber wir dürfen halt, wir haben wirklich Ärger bekommen. Da kam gleich eine E-Mail. Als wir den Stream beendet haben, gleich kam eine E-Mail. Was habt ihr da über Varo gesagt? Ja. Was? Ja, wie, ihr findet's nicht gut. Wieso? Was ist das? Gleich meine Abmahnung. Sonst wird es weitergeleitet an GLP und dann seid ihr echt am Sack. Den hat noch nie jemand gesehen. Der hat sein Zimmer seit 4 Jahren nicht verlassen. Der existiert gar nicht. Das ist nur so, eine, so ein Roboter oder so eine erfundene Gestalt von seinem Bruder. Die Lichtgestalt GLP. Das ist so Dr. Jekyll und Mr. Hyde mäßig. Aber ist jetzt kein Witz, es gab wirklich eine Abmahnung, dass wir nicht über Varo herziehen dürfen. Oh, ich bin gestorben. Das war wegen Varo. Danke, Varo, ey. Varo wohl nix. Varo wohl nix. Ja, freie Meinung auf YouTube Deutschland ist schon lange verboten. Ich hab mit Stars gechillt, Alter, das glaubst du gar nicht, ne? Über Weihnachten, Silvester, Junge, was da abgeht. Da war er bei der YouTube-Elite und durfte mal Schlitten fahren. Nee, durfte ich nicht. Nur am Rand stehen und zuhören. Wir haben gesagt, verrate Kies und es gibt 2 Monitore. Ja. Oh oh. Ja, es wird wieder E-Mails geben. Es gibt wieder E-Mails. Naja. Wir haben ja keinen. Wir sind etwas, wir kennen die ja nicht. Aber wir wollen einfach nicht mitspielen. Dürfen wir eh nicht. Dürfen wir nicht, ne. Weil wir ja so abschaumig sind. So, jetzt alle hier drüben jetzt kuscheln. Alle raus! Wo ist der hier, der Typ? Wenn der jetzt nicht kommt, free kill! Du kommst sofort her! Und wenn nicht, dann geh aus dem Spiel raus, ganz ehrlich. Wo ist der? Keine Ahnung. Da! Free kill! Komm hier hin! Geht doch da vorne! Ja! Oh, jetzt trollt er, ich kick ihn gleich. Also. Warum dürft ihr das nicht? Wir sind so gut.
4400 Likes. Ihr seid echt ganz schön perverse Leute, ne? Ja, ja. Krass. Krass. Guck mal, das ist auch wieder dieses Lass GLP in Frieden. Keiner hat doch was gegen ihn gesagt. Nee. Wir haben nur gesagt, dass wir bei ihm nicht mitspielen dürfen. Ja. Jemand gesagt, dass er irgendwie scheiße ist oder... Nein, haben wir nicht. Nichts gesagt, aber die Leute sind sofort, ne, sofort, boah, ich geh jetzt, das interessiert den sowieso ein Scheiß, was wir hier erzählen. Also, weißt du, so, warum? Genau, der schwimmt, ne, in seinem Geld und lacht und sagt, danke, ja, für die PR, Jungs. Die letzten, ja, fünf, die mich noch nicht kennen, habe ich euch auch noch weggenommen. Ja, ihr Nutten. Ah, Mann, ich muss erst raus. Ist eigentlich nur eine PR-Aktion. Ja, eigentlich muss schon. Du musst nur schreiben, oh, mein Kanal wurde gehackt. Dann kriegst du Klicks, Alter. Alter, ich habe auch schon überlegt, ob ich alle Videos mal auf Offline stellen soll, schwarzes Bild reinmachen soll und so einen Tag einfach Pause, damit alle Leute so, habt ihr mitbekommen, Keystore ist verschwunden, er hat den Exit gemacht. Ja. Das wäre voll Exit. Die Mega-PR. Er hat den Brexit gemacht. Nein, ihr dürft auch GLP und uns schauen, ist kein Problem. Nein, man darf immer nur einen YouTuber gucken. Ihr dürft gucken, wen ihr mögt. Und das so viel, wie ihr mögt. Ich mach das auch. Ich guck auch ganz viele verschiedene. Weißt du warum? Weil es dann Spaß macht. Weil mein Ruf kaputt ist. Das ist hier die Botschaft. Blowjobs umsonst. Yes, Joa, du Fotze. D-Abo. Kies, ich ficke. Okay. Was sind immer Kies. So... Kiss, ich ficke. Immer so harte Leute, ne? Ja. Aber 30.000, nee, 3.000. Der sieht aber cool aus. Für eine Tür, ich dachte schon, hier wäre Ende. Kani, der Stecher, 2 Euro. Dicks out for Varo Cry. Was? Alter, was ist, weil meine Augen brennen, was ist mit der Kabel heftig, los? Ne? Das ist echt heftig. Das, wir sind gibt's tief. Hier irgendwie Perks oder sonst irgendwas? Bestimmt. Revive Soda? Ach, guck tief. Mal hier an den Bildern. Wir sind tief in der Kitty drin. Eine Revive Soda gibt's hier am Bild? Hey, die da vorne hat eine fleischfressende Pflanze irgendwie da so aufgemalt, ne? The Room kostet 1000. Old 3000 steht hier aber, hä? Geldi, du Held. Guck mal, hier gibt's Geldi Fanclub. Der Geldi Fanclub. Ich glaube, die Karte ist hässlich. Hä? Das sind so. Guck mal hier, das sind so Kitty-Dollar. Hilf doch mal! Ja, ich schieß doch, was soll ich denn machen? Kitty-Dollar. Siehst du nicht unten die Kitty-Dollar? Ja, ich habe auch Kitty-Dollar. Was heißt? Doppelte Points oder was? Ja, zweimal Kitty-Dollar. Einer muss hier hinten aufkaufen. Ja, ich habe ja kein Geld, hat niemand. Karte ist heftig, habe auch keine Munition. Dr. Varo Ahnung. Jetzt hör doch auf, ist ja jetzt gut. Jetzt mach mal lieber die Abmahnung. Der Geldfarmer, du! Ich hab überhaupt keine Verträge mit irgendwem. Ich bin einfach cool, das ist das Ding. Ja, weil mein Ruf kaputt geht. Nein, ne? Ja. Was hast du für einen Ruf? Einen guten Ruf. Ich bin der, der den Ruf schuf. Ey, der Anfang ist echt widerlich, ne? Wolltest du mal gesagt haben. Ja, weil einer von euch schon dreimal hätte irgendwas aufgekauft. Ja, wie denn? Das kostet 3000, The Room. Aber warum steht da 1000? Wo? Auf dem Schild steht 1000 unten. Only 1000. Ja, verarsche. Wie verarsche? Das ist ja Werbelüge. Ja, klar. Schummelbude. Schummelbude. Ich hol gleich meinen Besen raus. Alessio geht's gut. Na, dem geht's gut. Glaubt ihr, Alessio geht's wirklich gut? Ja. Ey, wir müssen nicht. Heraus! Keine Moon! Keine Moon! Ist auch nur ein beschissener Raum. Was ist das hier? Ich hab nichts, ne? Ich bin tot. Geil. Wow! Hello Kitty is too hard. Nee, das machen wir nochmal. Also. Hello Kitty is too hard. Sorry, sag mal hallo. Es wiederholt sich, Geldi. Ja, Geldi kann nix. Das ist halt das Problem. Geldi kann nix. Hashtag Geldi kann nix. Das ist eine harte Karte. Harte Karte.
Oder was meinst du? Herr der Garter, ja, ich finde die heute, ich finde die Garte auch recht hart. Hart. Ich hatte schon wieder was im Ohr und deswegen bin ich gestorben. Ne? Im Ohr? Ich habe schon wieder Cockpit-Spray im Ohr. Barry, willst du gehen? Sari geht jetzt? Weiß Mann, ihr habt nicht. Sie verjagt, ihr Schweine. Wie ist das jetzt eigentlich? Läuft im Moment. Wer hat denn noch Ferien? Gibt's noch Ferien? Ja klar, ist ja am Freitag wieder ein Feiertag. Oder nicht? Ist ja nicht schon wieder ein Feiertag? Hier in Bayern ist es ein Feiertag, ja. Und deswegen. Das schaffen wir eh nicht, ne? Also am besten nicht schießen. Besten nicht. Oh. Ja, jeder ein Fenster und dann halt durchkauen. Spar jede Kugel. Aber Geldahnung sagt nee. Ja, wie nee? Österreich hat noch Ferien. Montag, Bayern, Baden. Ich nicht. Betriebsurlaub. Siehst du, das ist ein Leben. Die Kleine verdient schon Geld. Die hat's gepackt. Wer? Na hier. Die Kleine halt. Keine Ahnung. Wir haben so viele. Kann mir doch die Namen nicht alle merken. Bayern sind ja bis Montag Ferien. Oh, da hatte einer nach dem neuen DLC gefragt. Was? Wo gibt's einen neuen DLC? Naja, von IW. Was? Na hier, Raverwood. Ja, Raverwood, Alter. Also ich freue mich jetzt trotzdem ein bisschen drauf, ne? Auch wenn du jetzt natürlich nicht so gehypt bist. Wieso ich wieder? Du sagst... Na, ich finde, diesmal ist der Hype nicht so groß, habe ich gesagt. Ja, früher waren alle total verschwitzt. Ich spüre den Hype. Ich werde mich drauf freuen, da mache ich nämlich die Raver-Party, Alter. Und dann hauen wir uns ein paar Dinger rein und dann geht's voll ab. Aber wir können es nicht streamen. PlayStation. Und warum kannst du PlayStation nicht streamen? Fuckt bei mir immer total ab, ich weiß nicht warum. Da müsste ich mir neue Hardware holen, weil PlayStation geht echt mies bei mir. PC ist am. Schon wieder, ich dachte, du hast 5 Millionen Euro. Nein, PC. Es liegt nicht am PC, es liegt an meiner Aufnahmekarte. Ich glaube, die. Was What? Warum saved denn niemand das Fenster? Ihr seid ja gar nicht da vorne, oh, ihr seid echt Typen. Ihr seid Typen. Jeder an einem Fenster. Nö, nö, gehe ich einfach mal weg. Hello Kitty. Ich wurde geraped, Ahnung. Ja, immer war Geldahnung dran schuld, oder? Meistens schon, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ich habe auch noch diese Woche frei. Krass. Du wärst Profi-Arbeitsloser. Das könnte ich am besten, das könnte ich richtig gut. Meinst du? Nichts tun kannst du? Warum sind denn schon wieder Zombies hinter mir? Das gibt's doch nicht. Woher kommen die Zombies denn immer? Ach, sag doch, wenn du ans eine Fenster weggehst. Ich stehe da, halt das Fenster. Alter, wer weiß, wo ich... Oder? Wer weiß, wo die herkamen? Mann, das ist echt eklig. Ja, Muffin, er hat revived. Hier, öffnen! Was ist da hinten drin? Oh, ein Computer. Eine Kiste. Ich hab Power angemacht. Nimm das mit. Hau ab. Keine Challenge. Dafür bist du doch gar nicht in Form. Hast doch immer Ausreden. Oh, es ruckelt. Oh, ich hab einen Controller. Oh, ich hab Sand in der Ritze. Ich bin Schwul-Ahnung. Erst war ich Porno-Ahnung, dann Control-Ahnung. Oh mein Gott, Jenny ist zurück. Aus den Tiefen. Jenny ist wieder da. Ja. Und normalerweise hängt die doch nur bei Quantum ab und will seinen dicken, fetten Bauch einseifen. Oh, mit den Haaren. Mit den Haaren, ja. Ein schönes Bauchbärtchen. 35.000 ist irgendwie so eine Knackwurstzahl, oder? Ja, ja. Modus. Da gibt's ja aber sowas wie ein Schnuger. Oh, Alter. Ich hab ne Dredge.
Hinten ist Munition. Also ich habe mir einen Nogger geholt. Oh, der hat eine Schleife, der Nogger. Oh, wie süß. Wo ist denn der Nogger an der Schleife? Schleifensymbol. Da neben dem Pack of Punch links. Oh, aber der ist zu teuer. Den kann ich mir nicht leisten. Ihr seid ja alle reich. Ich bin arm. Was? Wir haben alle weniger Geld als du, Lumpi. Lumpenjob. Ja, aber weil ich mir halt noch nichts geholt habe. Ihr habt ja schon Nogger und gepanschte Waffen. Einen runter hast ihr geholt. Die Karte ist echt unangenehm. Ja, aber ich habe den Insta noch geholt. Jawoll. Und ich hol dich jetzt. Jawoll. Jawoll. Ich bin voll der Biestige, oder? Bist du schon ein bisschen, gay, Ahnung. Ich bin schwul, Ahnung. Da lunzt aber wieder an drei Fenstern gleichzeitig. Wieso, ne? Drei Fenster lunzt? Drei Fenster lunzt, hab ich genau gesehen. Ich mach hier nur, ich hab die Kontrolle in alle Richtungen. Und das ist Profispiel. Offizielles Profispiel. Jenny kennt Ben, was ist hier los, hä? Ja, hier wurde schon viel gekoppelt. Wer ist dieser Ben? Jenny kennt sie alle. Ich hab gehört, dachte, bei 5000 die alle macht Jenny wieder ein Strap, oder? So ein, macht ihr nicht sowas? Wolltest du nicht so ein Harem eröffnen irgendwie? Hab ich doch nicht gesagt, Harem? Harem-Party bei mir. Harem? Harem-Party? Harem-Party bei mir. Achso, du kannst hier ins Kinderbettchen schlafen gehen für 35.000. Ja. Ins Kitty-Bett. Was liegt denn da? Da liegt ein Hello-Kitty-Kopf. Wahrscheinlich Instakill. Ach du Scheiße. Hast du genommen? Instakill war Totenkopf. Was ist der Kittelkopf? Er hat ihn genommen, aber es ist nichts passiert. Ja, wahrscheinlich, weil er tot ist. Das ist bestimmt irgendwie ein Perk. So ein privates Exklusiv-Perk, wo nur eine Person verwenden kann. Ja, ja. So ein Nicht-Heilen-Perk. So ein Kreis-Perk. Geier-Perk, du weißt doch. Geier-Perk? Der Geier wurde extra eingeführt, ey. Einer muss sich hier ins Fenster stellen und ich schaue aufs andere Fenster. Und so wird die Karte gespielt. Das ist ein Fensterspiel. Da musste Kasperle Theater machen an zwei Fenstern. Schön Fenster, Faust rein hinten. Ja, ja. Das ist für Hausfrauen geeignet. Mann, ich hätte gerne jetzt eine Milf, aber so eine richtig scharfe Milf. Milf? So eine American Milf. American Milf? Die so immer mit ihrer Tochter auftritt. Ja, ja, genau so eine, die sagt, hey, meine Tochter hat keinen Würgereflex, habe ich ihr geholfen abzutrainieren mit 17. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Klingt wie eine Ente. Nee, es klingt meistens wie so eine Ente, finde ich. Hab ich dir das dieses Video geschickt, auf der Hecke? Auf dem Busch? Nee. Muss hier vielleicht, lassen wir so eine Gift. Aber es ist witzig. Aber sowas gibt's auch nicht in Deutschland, oder? So eine richtig geile Milf? Bestimmt gibt's da draußen irgendwo Milfs. In Deutschland. Ja, bestimmt auch in Deutschland. Ich glaub, aber nicht so eine American Milf, weißt du, so... Ja, weil so, sie aussieht wie... Sie wäre ja auch eine German Milf. Ja, aber weißt du, so, als hättest Guck mal, so Lukas einen... schreibt, er kann seine Mutter anbieten. Ja, danke. Ja, geh doch mal bei Lukas vorbei. Ha, Lukas, soll ich dein neuer Papa werden? Ist ja cool. Ich lass mein neuer Vater. Kannst du echt angeben auf dem Pausenhof? Aber Hauptsache Alessio geht's gut. Ja, Alessio geht's dann gut. Ah, die würde ich übernehmen. Ich zwar wahrscheinlich total die Schlange, aber gut aussehen tut's ja. Ich glaube, ich werde der neue Stiefpapa vom Alessio. Das wäre ein PR-Hype, ne? T-Straw übernimmt Alessio. Ich übernehme die Alessio-Pflicht. Ich wurde abberufen fürs Alessio-Protokoll. Das klingt nach so einem Militärprojekt, so. Alessio-Protokoll. Milch mit Fettarme? Fettarme Milf? Ja, aber ich hätte ganz gern so eine fettarme Milf. Ich hätte halt gern mit so eine... Fettarmen? Weißt du, ich hätte so eine Porno-Milf gerne. So eine, die... Mädchen, 20ern, guck mal, alle bieten ja an jetzt. Jetzt kriege ich so viele Milfs. Die machen jetzt direkt hier eine Tour. Tour der Milf? Einige Mütter sitzen vielleicht wirklich daneben und sagen, hey, frag ihn doch mal, wie alt ist denn der Junge? Die Müller-Milf? Müller-Milf-Schoko würde ich nehmen. Müller-Milf-Schoko, ja. Die braune. Oder die Dummtaube-Nuss.
Oh no, ich wurde genieder-raped. Genieder-raped? Rape-niedert? Nie-raped. Ich wurde ge-raped. Die Welle ist vorbei. Why are they talking about it? What you are talking about it? Weil es meine Milf ist, nicht dein. Weil es meine Milf ist, nicht deine. Oh, da hinten ist wieder irgend so ein Zeug zum Anfassen. Da will jeder mal ran. War das jetzt gerade hier oder ist meine Tochter wach geworden? Ich habe gerade drüben was gehört. Oder. Ja, der Mann lebt in so einem riesigen Schloss, der hat mehrere Zimmer. Jetzt habe ich auch den Hello Kitty Kopf. Was macht der? Keine Ahnung. Oh, füllt Munition wieder auf. Ich habe unendlich Munition. Das ist nice. Hello Kitty Kopf ist nice. Hello Kitty Kopf? Nice. Nice. Bist du nice? Willst Schneißer du Dicer? Mein Ei sein? Der Nicer Dicer, Alter, der ist richtig gut. Das ist ein geiler Name, oder? Nicer Dicer. Der ist auch richtig gut. Ja, der ist richtig geil. Also ich könnte den gebrauchen. Ich sehe den immer und denke mir, oh, jetzt so ein Nicer Dicer. Oh, das ist ein Crawler. Crawler. Mich crawlt's. Alter. Ich glaube, du da hinten in deiner Rape-Ecke musst dir, glaube ich, eine Waffe punchen. Ja, ich glaube auch. Das Problem ist, ich habe so eine Ding und die braucht halt 100 Jahre zum Nachladen, ne? Na, ich auch. Ich habe gar nichts, ich habe keine Perks, nix. Naked Man. Naked Man, come to me and bring your nakedness over me. Ja, meine Nakedness ist ja mächtig. Schmächtig. Nakedness. Prächtige, nächtige Naked... Naked... Beat Cola kostet 3 fucking 1000! Haben wir eigentlich schon die 5000 Likes? Nein, wir hatten noch... Haben wir jemals 5000 Likes geschafft? Nee, irgendwie nicht. Diese Like-Zeiten sind vorbei. Alter, also wir haben so schon diese 4 geschafft, direkt, weißt du, wir kommen hier einfach ja, so aber und diese, schon 4. Diese großen Like-Zeiten, wo wir damals noch irgendwie so 11 und 12, das ist einfach vorbei. Nicht mehr in diesem Leben. Nicht mehr. Guten Tag. Na klar, dass er hier vorbeigerannt kommt. Doppel guten Tag. Immer wichtig abgecreeped. Ich sehe hier voll die Zombies fliegen. Ey, was ich dich schon immer fragen wollte, ne? Ja. Wann kommt ein Raft? Guckst du das? Ich stand gerade im Chat, nein. Keine also Ahnung. Ich hab mal reingeschaut. Wenn die letzte Folge 10.000 Likes hat, dann kommt die nächste. Das ist die alte Regel. Ich will brutal. Die Raft-Götter nicht verärgern. Das ist brutal. Die Raft-Götter sind brutal. Die sind brutal. Fast so schlimm wie Seiko, ne? Ja, richtig hässlich. Das ist eklig. Also Raft-Götter, eklig. Was macht denn eigentlich Schmulahnung für geheime Schmulitäten? Schmulahnung? Ich weiß auch nicht. Der schmult da rum. Der schmult schon ziemlich viel. Ich habe keine Perks-Schmul-Ahnung, auch nie gekauft, wollte ich nur mal gesagt haben. Jetzt kommen die Dogs oder was? Böse Dogs. Aber richtig die böse. Bösen Dogs. Ich bin Dog, der böse Dog. Alter, hat irgendwelche geheimen Alien-Waffen wieder Schmul-Ahnung. Ja, ich sehe es ja auch die ganze Zeit nur scheppern ja, und ja. Knallen. Na, so ist er eben. Cheaten am Limit. Kann er, ne? Ist so genau sein Ding deswegen eigentlich. Deswegen ist er nie in die ESL gekommen. In die Extrem-Schwängel-Liga. Elastische Sack-Liga. Da musst du schon das linke Ei länger als das rechte ziehen, ne? Ja, pendeln ist da wichtig. Seitenpendler muss man da schon drauf haben. Das Pendeln muss man intensivst beherrschen. One dog left. Wo dann?
Oh, das, jetzt ist, jetzt hab ich ja Munition gekriegt, hey. Keys, punch, never. Ich zieh's voll durch, no punching. No weil punching? Ich bin halt jemand, ich hab Stil, ich brauch keinen Punch. Das ist was für kleine Bubis. Machen wir noch eine Map? Nee, zwei Maps ist immer Maximum. Ja, ja, weil das Tribunal ist gegen drei Maps. Da kommt doch ein kleiner Blowjob rein, völlig umsonst. Alter, völlig umsonst. Männerzeit. Das ist hier die Botschaft. Blowjobs umsonst. Wer war's denn? Warum kommen die jetzt hier alle rein? Warum hilft mir niemand? Ich muss den Chat lesen, oh Gott. What's happened? Wer war das denn? Kiefer? Was? Kieferohr 92. Die guten alten Like-Zeiten sind vorbei, hilft nur nackte Haut. Also los, Kreis. Oder Kies, faltige Haut. Meine Leute. Ja, aber Kreis hat die faltige Haut. Ich bin jung und schön. Aha! Ich bin ein normaler Mensch. Man nennt mich den Stramm Max im Altersheim. Ich bin ein normaler Mensch, du bist eine Schlampe. Oh, Alter, wir haben 5000 Likes geschafft. Yes! Der magische Mittwoch. Der magische Mittwoch. Ja, alles ist möglich, Mittwoch. Einer dieser kleinen Pixies. Also heute Mittag hätte ich nicht gedacht, dass ich heute nochmal 5000 Likes sehe. Nee, echte Likes. Nee, also echte Likes so. Echte peruanische Likes. Echte peruanische Berglikes. Ja, die werde ich mir auch jetzt nach dem Stream erstmal schön reinsniffen. Ja, ich auch. Aber nach dem Stream werde ich erstmal ordentlich abchillen. Ich werde mir noch einen geilen Film reinziehen oder so. Ich werde noch ein bisschen wahrscheinlich mir an der Palme rumspielen. Ja gut, das mache ich dann, wenn ich ganz alleine bin, später. Und was ist euer Lieblingstier? Wolpertinger. Meins Dodo. Nee, meins ist der nordnepalesische Schabrackenaal. Ich wusste, dass nepalesisch kommt. Irgendwie machst du alles, was nepalesisch ist. Ich bin so ein Nepal-Fan. Das ja. Ist halt nepalesisch. Warst du schon mal dort? Klar, das ist meine zweite Heimat. Ja, eben, also weißt du ja, wovon ich rede. Dass wir uns da noch nie getroffen haben, ist komisch. Merkwürdig, ne? Boah, das Nachladen dauert für mich so lange. Munition wäre mal sexy. Was ist jetzt los? Oh, Geld an und bricht die Challenge. Welche Challenge? Keine Ahnung, er kurz sich da irgendwie. Eine Scheiße, ich bin besser als Geldahnung. Ist alle gesehen. Hä? Ja, er macht irgendeine fiese Kindergarten-Scheiße halt. Komm in mein Porzer, streichelt so. Holladiho in deinen Po. Annales Inferno. Das ist mein Köln-Porz. Hieß ist ein bisschen perverser als sonst. Das ist ja immer um die Neujahrszeit. Ich bin nie pervers. Das passiert nur dann, wenn meine Wunde mandelt. Mundel? Kies, erzähl mal über deinen Bruder. Munde. Naja, er hat das ganze Geld. Ich hab nichts. Ende. Das ist wie... wie bei vielen YouTube-Brüdern. Ich meine, er ist ja eigentlich kein YouTuber. Er hat einfach nur gesagt, so, ich... übernehm mal. Aber nur die Finanzierung. Die Arbeit darf's noch behalten. Danke! So, wir können gehen. Ah, ah. Ich hab Geld. Ich hab's vor Geldahnung gehabt. Ihr habt's alle gesehen. Ich hab's vor Geldahnung gehabt. Zum Bett. Ey, aber da will doch gerade jemand wieder ein Special machen. Ach nee. Ich dachte, jemand will ein iPhone verlosen. Ja, wie kann ich denn da... Alle müssen da sein. Ich habe keine Munition mehr, ne? Ich auch nicht. Gar nichts. Kein Schuss. Ja. Pff. Geil, jetzt sterbe ich hier. Weil Geldahnung wieder die Hosen nicht voll genug kriegt. Toll, jetzt kommt Max Ammo, wo ich am Boden liege. Und er pustet einfach alle weg. Ja, hier wieder irgendwelche Cheat-Waffen. Das ist so lame, weißt du? Er ist so ein lamer Typ. Aber ich war um Welten besser als Geldahnung. Ja. Ihr habt's alle gesehen. Nee, er war's nicht. Dr. Geldahnung hat gepuncht, wird hier im Chat gesagt. Um Welten besser.
Männerzeit! Hey, angeblich kann man diesen Stuhl hier nach hinten verstellen. Irgendwie geht das. Da kam noch eine kleine Männerzeit rein. Echt? Jetzt noch eine kleine zum Schluss? Ein bisschen männliche Zeit? Da wurde noch ein bisschen männlich reingezeitet. Oh, das mag ich aber gern. So. Gobbel, gobbel, gobbel. So, was haben wir denn da? Weil ich sehe noch keine Zeit. Bei mir ist sie noch nicht eingetrudelt. Getruddelt. Time. Heißt getruddelt. Reingetruddelt. Truddle Time. Truddle Town. Da regnet's Geld in Truddletown. Mr. Nogger 18 hat 2 Euro donated. Macht mal wieder BO2 Zombies, bitte. Und viel Spaß mit den 2 Euro. Nicht so viel Seiko geben, ne? Stand da. Stand da wirklich nicht so viel Seiko geben, ne? Mit ja, ne? Ja, ja. Echt? Das war so richtig nett geschrieben. Aber nicht so viel an Seiko geben, der hat schon genug. Ja, ja, ne? Ich wieder heimlich hier den alten Seiko bevorzugen. Ach, so, ja. Wir werden jetzt uns in die Gruft bewegen. Ja, das war ja heute nur so ein kleiner Hallo, ich bin zurück Stream. Eigentlich wollte ich ja schlafen. Eigentlich wollte Kies schlafen. Ich gehe jetzt ins Bett. Ja. Werde ich davor jetzt schaue ich mir noch genüsslich die Videos dieser jungen Dame an, die ich ja auch noch bewerten muss. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Boah, ich weiß nicht, irgendwie Hot Sari 86. Spicy Chick. Irgendwie so Spicy Girl. Natalia, guck mal hier, Natalia Stefanovic schreibt Hi Kies. Klingt, die kennst du doch, oder? Klar, klar. Wir sind richtig dicke. Frau Stefanovic? Richtig dicke. Bam, bam, bam. Du sollst mal wieder was mit Danny machen, wird hier gesagt. Ja, die sind alle auf dieser reichen Bengelinsel. Da bin ich nicht. Oh, da wohnt. Und ein Schwarzer mittendrin. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Schluck auf. Warte. Also dann, fühlt euch alle gedrückt, geküsst, umarmt, geschlabbert. Und leicht zärtlich berührt. Und leicht zärtlich berührt. Aber erst, wenn ihr 18 seid. Vorher fühlt ihr euch gefälligst nicht leicht zärtlich berührt. Davor bitte nicht, genau. Davor ist es eher so ein Geschlechtsegal bei Kies. So ein Knufferboxer auf die Schulter. Also dann, schlaft alle gut. Träumt was Knuspriges. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Sexverbrecher. Kreis ist ein Chauvinist. Dafür ist er wunderschön. Er hat einen Sack als Gesicht. Einen wunderschönen Sack. Klötenkinn. Er hat eine Hormonstörung. Ichor steht auf dem Behindertenparkplatz. Der gehört normalerweise Kreis. Wegen dir bin ich nicht hochgekommen. Tschüss. Wiedersehen. Wir singen? Was? Lass mich an.